Oh, jetzt muss er die ganze Reihe machen. Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heiße Sie herzlich willkommen im Hessischen Landtag bei der CDU-Landtagsfraktion. Und willkommen heißen tue ich Sie im Namen einiger Kolleginnen und Kollegen, die hier vorne in der ersten Reihe sitzen. Jetzt versuche ich das einmal richtig zu machen. Kollegin Wallmann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und zu Horst Klee, Herr Grindel, muss ich gleich was sagen. Ich glaube, 47 Jahre Präsident des FV Biebrich. Ich habe mir vorgenommen, das richtig zu machen. Also ein Sportsmann durch und durch. Und ein weiterer Sportsmann sitzt unmittelbar neben Ihnen mit dem Präsidenten des Hessischen Landtages, Norbert Kartmann, der Präsident des Hessischen Turnverbandes ist. Und meinen Vorgänger kennen Sie, glaube ich, aus politischer Zeit. Sie waren lange Jahre ja auch Bundestagsabgeordneter dazu. Und sage ich nachher was. Ja, und die Kollegen Kaspar, Feilmann, Bechtel-Scholz, Ismail Tippi, Herrn Steinhardt und ganz besonders willkommen heiße ich meinen Freund Eberhard Ginger. Schön, dass du heute Abend Zeit für uns hast. Also hier unten und hier oben in der ersten Reihe sitzen einige, die Sie gemeinsam mit mir begrüßen wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Herr Professor Dr. Roman Posek, Präsident des Staatsgerichtshofes, unter uns ist und des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main. Ich freue mich, dass sein Vorgänger im Amte unter uns ist, Herr Dr. Günther Paul. Und Bernd Ehinger ist angemeldet. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Selten, dass du dich völlig zu Unrecht so zurücknimmst. Das ist der Präsident des Hessischen Handwerks, wenn ich das mal so sagen darf. Und Herr Grindel dürfte vielleicht auch Ihnen deswegen bekannt sein. Ich sage mal, er ist einer derjenigen, der dafür gesorgt hat, dass die Eintracht auch in schwierigen Zeiten, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sportlich haben wir ja nie schwierige Zeiten in Frankfurt, dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft und der Verein weiterhin Erstliga spielt. Also euch und Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Das war dann schon der Versuch, einigen Ehrengästen ausreichend Würdigung zu erteilen. Ja, und last but not least will ich unserem neu gebackenen Wiesbadener Bundestagsabgeordneten nicht nur noch mal herzlich gratulieren, das haben wir schon mehrfach gemacht, lieber Ingmar Jung. Ingmar Jung ist gewählt worden in den Deutschen Bundestag. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier bist und damit auch, und das weiß ich, wird auch zukünftig so sein, weiter zeigen wirst, dass du Teil der Hessischen Union bist und dass wir eine gute und wirklich sehr freundschaftliche Beziehung und Miteinander auch in Zukunft haben werden. Auch dir ein herzliches Willkommen. Ja, aber wir wollen heute Abend über Sport reden und wollen darüber reden, welche Bedeutung der Sport in unserer Gesellschaft seit jeher hatte und auch, wie ich glaube, weiterhin hat und haben sollte. 28 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen ist eine gewaltige Zahl bei etwas über 80 Millionen Einwohnern. Fast 7 Millionen Mitglieder im Deutschen Fußballbund, der damit, das muss ich jetzt richtig sagen, der größte nationale Sportbund der Welt ist. Mit einem unglaublichen Engagement an Aktiven, aber auch ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen. Und für mich als Jugendlicher gab es mal eine Zeit, dass ich dachte, ich werde mein Leben immer Sport betreiben, weil Sport gerade beim Heranwachsenden ja auch in vielerlei Hinsicht, auch neben dem, was er in Schule und in der Bildung erlebt, eine tolle Symbiose hat zu geistiger Arbeit. Mittlerweile ist das mit meinen sportlichen Aktivitäten ein bisschen weniger geworden, aber ich erinnere mich noch daran, und das war eigentlich so mit der Anlass, dass ich und wir uns vorgenommen haben, Sie heute Abend einzuladen, um mal über Sport und die Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft zu reden, dass es in meiner Jugend jedenfalls so war, dass für mich viele Sportler auch große Vorbilder waren. Darf ich das hier sagen? Mein Vorbild war Wolfgang Overath vom 1. FC. Ich bin Kölner oder fast Kölner Herkunft. Der hat zwar auch schon viel Geld verdient, wenn ich das damals richtig mitbekommen habe, aber das waren Figuren. Viele Jugendliche hatten da, glaube ich, so ihr eigenes Idol, zu denen man aufgeschaut hat, weil man selten gehört hat, ich rede über Wolfgang Overath, nicht über Günter Netzer, dass sie abends mal versumpft sind, dass sie zu spät zum Training gekommen sind, dass sie rebelliert haben. Also das waren im wahrsten Sinne des Wortes Menschen, wo man sich auch wertemäßig so ein bisschen orientieren konnte. Ja, Fairplay, Teamgeist, all das ist mit Sport in Verbindung zu bringen. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, wenn ich an meine Kinder denke, die alle drei um die 20 sind, und mit denen über Sport rede, haben wir meistens ganz andere Themen, nämlich wir reden über Ablösesummen von Fußballprofis.
Wir reden über Vereinsbudgets und wir reden darüber, wer denn wo gerade in Wettmanipulationen verstrickt ist. Also ich will es nicht übertreiben, aber ich will sagen, es gibt viele Wermutstropfen in dieses positive Sportbild, das ich mir nach wie vor bewahren möchte. Und genau darüber und über die vielen Dinge, die damit einhergehen, wollen wir heute Abend mit Ihnen reden. Und ich sage jetzt schon, Herr Grindel hat vorgeschlagen, dass er so eine halbe Stunde referiert und wir dann auch Gelegenheit haben, mit dem Publikum zu diskutieren. Dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Herr Grindel ist Jurist. Das ist mein Schicksal, seitdem ich Politik mache, lieber Christian Wagner. Mir begegnen täglich Juristen auch und gerade in unserer Fraktion und Landesregierung. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber Sie waren dann als selbstständiger Redakteur und an vielen Stellen auch verantwortlicher Redakteur tätig. Das war mir so nicht ganz bekannt. Sie haben mal angefangen beim Radio Schleswig-Holstein in Kiel, waren dann bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, waren leitender Redakteur im Studio Bonn des ZDF und zwischenzeitlich dann auch in Brüssel. Aber Sie waren auch, das habe ich eben angedeutet, von 2002 bis 2016 Mitglied des Deutschen Bundestages. Daher kennen wir uns auch so ein bisschen, nicht zuletzt aus dem Bundestag selbst, aber auch beispielsweise von Parteitagen. Und Sie haben den Wahlkreis Rothenburg 1, Soltau, Falling-Bostel vertreten. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, welche Bilder einen da manchmal begleiten, wenn man aus einer solchen Region kommt. Seien Sie ganz sicher, Sie haben eben und wir über den ländlichen Raum gesprochen. Der ist uns in Hessen auch ganz besonders wichtig, denn Hessen besteht bei weitem aus mehr als nur den Städten, die man vielleicht so kennt, insbesondere der Stadt Frankfurt am Main. Und insofern ist das für uns ein sehr positiver Aspekt, wenn jemand eine so bodenständige Herkunft hat und die auch dann in Wahlkämpfen beispielsweise in Wort und Bild setzt. Ja, Sportfunktionär sind Sie dann irgendwann auch geworden. Sie waren Schatzmeister des DFB. Und seit 2016 sind Sie Präsident dieses renommierten, spannenden Verbandes. Und ich gehe davon aus, dass wir heute Abend nicht nur Gesellschaftspolitisches von Ihnen hören, sondern beispielsweise auch etwas über die nächste Mannschaftsaufstellung hören, darüber, ob Herr Gomez jetzt demnächst mitfährt zur Weltmeisterschaft. Also ich will damit andeuten, es sind alle Fragen möglich, aber vielleicht versuchen wir uns so ein bisschen auf den Kern der heutigen Einladungsabsicht zu konzentrieren. Ich wünsche Ihnen allen, uns allen einen spannenden Abend, einen interessanten Abend und nachher natürlich auch noch bei der Gelegenheit eines kleinen Buffets gute Gespräche. Danke, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Lieber Herr Boddenberg, meine Damen und Herren, Herr Landtagspräsident, also vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich will ganz offen sagen, ich hätte gedacht, Sie sind Jurist. Ich finde, so wie man Sie erlebt, so stellt man sich eigentlich einen Juristen vor. Ausgesprochen seriös und abgewogen und klar. Ich habe gerade erst wirklich zum ersten Mal gehört, dass Sie Fleischermeister sind. Ich will jetzt nicht sagen, welche Assoziation ich da alleine vom äußeren Erscheinungsbild gehabt hätte, aber das finde ich toll, dass insofern... Ich will vielleicht nachher auch was über Integrationsfunktion des Sports sagen, also dass da auch die politische Integration ja ganz anders verläuft, als man manchmal so denkt und eben auch gestandene Mittelständler tatsächlich immer noch die Chance haben, herausgehobene Positionen einzunehmen. Lieber Kollege Jung, wenn ich das so sagen darf, Sie tragen einen großen Namen, das werden Sie schon zigmal mitbekommen haben. Sie werden sich mit Sicherheit freischwimmen, wobei ich finde, dass Sie stolz sein können auf Ihren Namen. Ich will das ausdrücklich sagen, der Franz Josef Jung war für mich immer ein hochgeschätzter Kollege und ich muss sagen, so Leute wie ihn hätte ich auch gerne in Zukunft, gerade in dieser Zeit, in der Bundestagsfraktion noch gehabt. Das will ich ausdrücklich mal sagen. Und insofern, wenn Sie da ein bisschen, wie wir im Norden sagen würden, von abbekommen haben, dann wäre das gar nicht schlecht und wenn Sie darüber hinaus Ihre eigenen Akzente setzen, umso besser. Ich wünsche Ihnen viel Freude an diesem tollen Amt eines Bundestagsabgeordneten, insbesondere wenn man neu anfängt. Nach 14 Jahren sieht man einiges ein bisschen anders. Deswegen ist auch gar nicht schlecht, dass ich jetzt DFB-Präsident bin, aber für Sie ist das eine tolle Herausforderung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit. Ich habe in der Tat den Wahlkreis gehabt, Rothenburg 1, Heidekreis, wie es heute heißt, nach einer Umbenennung. Warum erwähne ich das? Weil der neue Generalsekretär Klingbeil besonders deshalb immer bejubelt worden ist, weil er diesen Wahlkreis gewonnen hat. Ja,
was ein Wunder, weil ich nicht wieder kandidiert habe. Der hätte sich mal bei mir melden und sich bedanken sollen, weil ich habe den Wahlkreis 2-mal gegen ihn gewonnen. Und ich bin sicher, ich hätte es auch ein 3. Mal geschafft. Dann wäre er ein namenloser Hinterbänkler gewesen, der 3-mal seinen Wahlkreis nicht gewonnen hat. Jetzt bin ich DFB-Präsident und er hat den Wahlkreis gewonnen und wird SPD-Generalsekretär. Also ich finde, da hätte man auch mal ein kleines Dankeschön, irgendwie so kleinen Rotwein oder so erwarten können. Aber nichts da. Naja, also, aber der ist auch in der Tat sehr aktiv gewesen. Und man muss das ehrlicherweise zugeben, der hat 15% mehr Erst- als Zweitstimmen. Das ist, wer sich da auskennt, schon aller Bonheur. Da kann man nichts gegen sagen. Vorbilder, Sie haben Wolfgang Overath erwähnt. Mein Vorbild ist Uwe Seeler, weil er sein Leben lang bodenständig war, abgehoben hat er allenfalls, wenn er zum Kopfball angesetzt hat. Er hat großzügige Angebote aus Italien abgelehnt und sich lieber sein kleines Häuschen in Norderstedt vor den Toren Hamburgs gebaut. Und ich glaube, dass es schon beeindruckend ist, wenn ich ihn heute erlebe. Früher als kleiner Junge habe ich Autogramme von ihm gesammelt und heute darf ich vieles mit ihm gemeinsam noch machen. Ich hoffe noch viele Jahre lang. Und es ist beeindruckend, wissen Sie, dass auch junge Menschen, die ihn natürlich niemals als Fußballer erlebt haben, kennen, genau wissen um seine Lebensleistung und auch die Werte und die Charaktereigenschaften, für die er steht. Und das ist bei Wolfgang Overath in ein paar Akzentuierungen ein bisschen anders, aber ich freue mich sehr, dass er den Weg ja jetzt auch zum 1. FC Köln wiederfindet nach einer Zeit des Nichtbesuchens von Heimspielen, aber da ist ja der Friede jetzt von Köln auch eingekehrt und insofern haben Sie völlig zu Recht Wolfgang Overath erwähnt und Sie haben die Frage erwähnt, ob ich jetzt über die Aufstellung spreche. Da muss ich sagen, habe gerade in diesen Tagen eine Biografie von Helmut Schön, dem immer noch erfolgreichsten Bundestrainer, mache jetzt vielleicht dann 2018 abgelöst werden, wollen wir mal hoffen, aber bis dato ist er das. Gelesen, der ja insbesondere auch mit Wolfgang Overath eng und vertrauensvoll auch zusammengearbeitet hat. Und da habe ich gelesen in der Biografie, damals gab es den berühmten, manche würden auch sagen berüchtigten Präsidenten Hermann Neuberger, nachdem unser Haus in Frankfurt in der Otto-Fleckschneise benannt ist. Und der hat in der Tat den Helmut Schön und sein gesamtes Trainerteam bei sich in Saarbrücken zu Hause antreten lassen, um vor großen Turnieren mit denen den Kader zu besprechen, von denen mal mitgeteilt zu bekommen, wen sie denn mitnehmen wollen und eigene Anmerkungen gemacht, wen er denn berufen würde. Jetzt muss ich mal vorstellen, wenn ich also jetzt mal Jogi Löw anrufen würde, würde ich sagen, Jogi, nächsten Mittwoch, 17 Uhr, Rothenburg, komm mal vorbei, nimm den Andi Köpke, den Oliver Bierhoff mit und auch den Thomas Schneider, den Markus Sorg. Und dann reden wir mal darüber, mit wem wir denn nach Russland fahren. Da würde nur ein Einziger kommen, nämlich unser Diplompsychologe, um zu gucken, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Ja? Also da hat sich schon das Verhältnis des Präsidenten und die Frage, wie stark darf man in den operativen Bereich eingreifen, sehr verändert. Sie haben jetzt sehr stark den Fokus auf die gesellschaftliche Verantwortung des Sports und insbesondere des Fußballs gelegt. Mein Thema ist etwas enger von Ihnen und ich wollte mich eigentlich an mein Thema halten. Aber ich will vielleicht vorab sagen, bei allem, was Sie bei Ablösesummen, auch bei TV-Rechten und anderen manchmal irritierend finden, und ich kann das verstehen, dürfen Sie natürlich eins nicht vergessen, das will ich zur Einleitung mal sagen. Man hat doch manchmal so den Eindruck, dass unsere Gesellschaft zunehmend in viele digitale Einzelteile zerfällt. Man fragt sich, wo ist eigentlich noch das große Lagerfeuer? Die ganz große Plattform, die alle vereint, Jüngere und Ältere, Männer und Frauen, aus allen sozialen Schichten, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wo ist eigentlich noch das, wo am nächsten Tag, so wie früher bei Karel und Frankenfeld, alle drüber gesprochen haben? Heute guckt ja jeder was anderes. Heute ist jeder irgendwo
in digitalen Kanälen unterwegs. Einige nennen das soziale Netzwerke. Ich finde, unsere 25.000 Fußballvereine, das sind die wahren sozialen Netzwerke, wo sie eine persönliche Kommunikation noch haben, wo auch ein Stück Heimatgefühl vielleicht gerade in einer von Globalisierung geprägten und undurchsichtigen Welt immer stärker wird, weil man sich da noch zurechtfindet. Ich sage immer, was ist das für eine Welt? Einmal Netzausfall und alle Freunde sind weg. Da bleiben sie im Fußball. Und wenn Sie sich überlegen, wann haben Sie das schon mal auf die Region hier bezogen, wenn Fans von Eintracht Frankfurt und den Offenbacher Kickers sich in den Armen liegen, weil ein Bayern-Spieler ein Tor geschossen hat. Wenn unsere Nationalmannschaft spielt, insbesondere bei den großen Public Viewings, bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wenn eben 30, 35 Millionen zuschauen, wenn man wirklich spürt, der Sport, der Fußball insbesondere, ist das, was vielleicht als einziges noch sehr stark in allen unterschiedlichen Facetten diese Gesellschaft zusammenhält. Wenn Sie sich dann überlegen, dass jemand wie Neymar, nehmen wir ihn nur, Cristiano Ronaldo oder Messi, in den digitalen Netzwerken, von denen ich gesprochen habe, über 100 Millionen Follower hat, bei Twitter, bei Instagram und wie diese Dienste alle heißen, und sich dann überlegen, wie viele Anzeigen und Spots ein Sportartikelhersteller schalten müsste, um diese Wirkung zu erreichen, genau in der Zielgruppe, genau in den Zielmärkten, die die erreichen können, wenn sie 5 Posts bei Herrn Neymar oder Herrn Ronaldo kaufen. Und so wird das heute gemacht. Dann stellen Sie fest, dass wenn ein Verein einen solchen Spieler verpflichtet, er nicht nur unglaubliche sportliche Qualität, sondern auch unglaubliche Wirtschaftskraft sich in den Verein holt. Dass zum Beispiel die spanische Liga deutlich mehr Erträge aus den internationalen TV-Vermarktungen gerade in Südamerika und in Asien erreicht, hat genau 2 Gründe. Ronaldo und Messi. Weil die mit ihren Präsenzen in den digitalen Kanälen diese Liga in diesen Regionen unglaublich populär und bekannt gemacht. Insofern werden wir natürlich beim Financial Fair Play sehr genau hinschauen, werde dazu auch kurz was sagen, aber insgesamt dürfen Sie das nie aus dem Blick verlieren. Bei der Zersplitterung, wie gesagt, unserer Gesellschaft hat der Fußball eben eine ganz zentrale Bedeutung, und wer dort eben einen Bezug hat, der hat auch nicht nur sportliche, sondern wirtschaftliche Kraft. Die Leute, hat Sepp Herberger gesagt, gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und in einer Zeitung habe ich von einem Ehrenamtler das Zitat gefunden: Der Fußball da oben ist nicht mehr so wie unten. Ehrlich, vertraut und verlässlich. Und ich stelle diese beiden Gedanken an den Beginn meiner kurzen Rede, weil ich eine Erkenntnis vermitteln will, von der ich zutiefst überzeugt bin. Wenn sich der DFB um Themen wie Compliance, Transparenz und Integrität, also Ethik im Sport, intensiv zuwendet, dann tut er das nicht, um den Medien oder Sponsoren zu gefallen oder weil es einfach, davon bin ich zutiefst überzeugt, heute auch dazugehört, sondern er tut es um seiner ureigenen Zukunft selbst willen. Denn bei Herausforderungen wie der Verhinderung von Spielmanipulation oder dem Anti-Doping-Kampf und der Entwicklung eines Ethikkodexes oder eines Compliance-Management-Systems geht es nicht nur um die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, sondern es geht um die Zukunftsfähigkeit des Fußballs selbst. Wenn die Menschen eben nicht mehr den Eindruck hätten, dass es nicht feststeht, wer am Ende gewinnt, wie das nach dem Bundesliga-Skandal 1971 der Fall war, dann weiß man, wie es ausgeht. Dann werden sich nämlich die Menschen vom Fußball abwenden, wie man damals an den Zuschauerzahlen abgelesen hat. Und ähnliche kritische Entwicklungen hatten wir nach dem Heuzer-Skandal um einen Schiedsrichter 2004. Insofern hat es der DFB ausdrücklich begrüßt, dass jetzt im Deutschen Bundestag ein Gesetz beschlossen wurde, mit dem die Spielmanipulation auch mit den Mitteln des Strafrechts bekämpft wird. Und dabei geht es eben nicht nur um die
Spielmanipulation, die im Zusammenhang mit einem Wettbetrug steht, sondern um die Spielmanipulation an und für sich, also wenn es zum Beispiel um die Einflussnahme auf Entscheidungen über den Auf- oder Abstieg einer Mannschaft geht. Es wird ja immer gefragt, müssen wir denn alles im Strafrecht regeln? Strafrecht ist doch eigentlich die Ultima Ratio. Kann das nicht auch hinreichend durch das Sportrecht selber, durch die internen Regelungen eines Verbands geregelt werden? Durch dann auch Sportgerichte? Und ist das nicht zu viel, wenn dann plötzlich der Staatsanwalt auf den Plan gerufen wird? Und ich finde, dass man bedenken muss, dass eben das, was ich vorhin versucht habe, in meinen einleitenden Bemerkungen anzusprechen, die überragende Bedeutung, die der Sport, gerade auch der Fußball in unserer Gesellschaft heutzutage hat, man schon die Auffassung vertreten kann, dass die Integrität des Sports eben auch ein so bedeutendes Rechtsgut ist, gerade auch, wenn Sie an die Vorbildfunktion von Sportlern für Kinder und Jugendliche denken, dass diese Integrität, dieses Rechtsgut auch mit den Mitteln des Strafrechts verteidigt werden muss, wie das übrigens bereits ja sehr erfolgreich auch mit dem Anti-Doping-Gesetz geschieht. Schauen Sie, wir haben jährlich 18,5 Milliarden Euro, die mit Wetten umgesetzt wird. Und was da für eine auch kriminelle Gefahr dahinter steckt, wenn so viel Geld im Spiel ist, dann muss man eben auch sehen, dass dieses natürlich zusätzlich ein Grund sein kann, mit strafrechtlichen Mitteln zu versuchen, solche Bedrohungen der Integrität des Sports zu unterbinden. Allerdings sorgen wir auch mit Präventionsprogrammen dafür, dass Spieler schon in jungen Jahren immunisiert werden gegen solche Angriffe auf die Integrität. Wir haben ein Präventionsprogramm mit dem Motto Spiel kein falsches Spiel, das in unseren Stützpunkten des DFB, 366 in ganz Deutschland und vor allen Dingen auch in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten und der dritten Liga dazu führt, dass Spieler bereits in jungen Jahren über die Gefährdungen durch Spielmanipulation informiert werden. 2500 Nachwuchsspieler werden jährlich immunisiert gegen Angriffe von der Wettmafia. Mit dem Unternehmen Sportradar sorgen wir für eine weitgehende Beobachtung des Wettmarktes, sodass bei ungewöhnlichen Wettumsätzen, manchmal sogar bereits vor einem Spiel, die Mannschaften angesprochen werden, dass die Begegnung unter besonderer Beobachtung steht. Und gemeinsam haben wir, DFB und DFL, einen Ombudsmann berufen, der Hinweisen von Spielern, Trainern und Betreuern nachgeht, die auf verdächtige Vorgänge in ihrem Verein hinweisen. Und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass vor allen Dingen das auch, und deswegen hat der DFB neben der DFL da eine große Bedeutung, für die Dritte und die Regionalliga gilt. Weil auch auf diese Spiele können Sie wetten. Ich meine, Sie würden sich wundern, auf was für Spiele Sie alles wetten können. Das geht bis zur hessischen Oberliga, wenn Dreieich gegen, wie heißt das, Rot-Weiß Frankfurt, die Mannschaft von Herrn Basler spielt. Aber wenn Sie die Dritte und die Regionalliga nehmen, dort können Sie eben schon mit relativ geringen Beträgen versuchen, Spieler zu beeinflussen. In der Bundesliga würde natürlich kein Spieler seine Karriere für 50.000, 100.000 Euro aufs Spiel setzen. Die Gefahren sind dann natürlich in den niederen Klassen schon etwas anders. Und wir haben die Situation gehabt, dass gerade in einem Fall ein Spieler des VfL Osnabrück am Ende der letzten Saison versucht hat, beim Abstieg, wo es um die Frage ging, ob Paderborn, die an dem Tag gegen Osnabrück spielten, absteigen muss oder nicht, er versucht hat zu gucken, ob nicht durch eine Beeinflussung dieses Spiels erhebliche Geldeinnahmen zu erzielen sind. Wir haben bei Sportradar 400 Wettanbieter weltweit, die kontrolliert werden, um eben hier auch ein flächendeckendes Netz der Kontrolle zu erreichen. Aber ich will Ihnen auch sagen, gerade hier in Hessen, es ist natürlich dann auch ein Problem, lieber Herr Boddenberg und Herr Kartmann, wenn bis heute wir nach vielen Jahren der Diskussion keinen funktionsfähigen Staatsvertrag haben über das Glücksspiel
um diesen Bereich einmal vernünftig zu regeln. Und diejenigen, die im Internet von den Lotto- und Toto-Gesellschaften der Länder, nämlich ODS mit OZ, eine Wette anbieten wollen, die einzigen sind, die bisher nicht auf den Markt können, weil sie sich an die Regeln halten und die anderen im Grunde genommen illegal, fröhlich hier die Marktanteile schon verteilen. Also insofern kann ich nur alle ermutigen, endlich mal dafür zu sorgen, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der an der Stelle vielleicht auch dafür sorgt, dass diejenigen, die sich an Regeln halten, und das will ich mal bei den staatlichen Lotto- und Toto-Gesellschaften unterstellen, eine Chance haben, tatsächlich auch im Markt mit dafür zu sorgen, dass faire Wetten angeboten werden. Wenn wir über Ethik im Sport reden, dann müssen wir reden über die WM 2018 in Russland, die uns in besonderer Weise noch einmal vor Herausforderungen stellt. Ich halte nichts von Boykottdrohungen, das hat schon, und Ebert Ginger kann ein Lied davon singen, weil sonst wäre er vielleicht mal Olympiasieger geworden. Das hat schon die Erfahrung der Olympischen Spiele 1980 gezeigt, dass dieses keinen politischen Erfolg hat. Und ich finde auch, dass die Fußballfans in Russland, einem ja durchaus traditionsreichen und begeisterten Fußballland, das Recht haben, einmal eine WM im eigenen Land zu erleben. Aber wir wollen uns gemeinsam mit unseren Fans als DFB auf diese WM freuen können. Wir wollen, dass während der WM die Regeln von Fair Play und der Grundsatz der FIFA, No Racism, überall im Land tatsächlich gelebt wird. Und das bedeutet, wir wollen keine Gewalt von Hooligans wie bei der Euro 2016 in Frankreich erleben. Wir wollen einen entschlossenen Kampf gegen Doping. Ich habe mich, muss ich zugeben, bisher erfolglos dafür eingesetzt, dass die FIFA unabhängig die Welt-Anti-Doping-Agentur sämtliche Kontrollen machen lässt. Vielleicht können wir am letzten Ende doch noch dafür sorgen, dass etwas unabhängiger diese Kontrollen gerade in Russland durchgeführt werden. Und wir wollen auch keine Diskriminierung von Menschen und natürlich auch den Fans, die dann in Russland sind, wegen ihrer Herkunft, ihrer politischen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung. Das passt nicht zum Fußball und das wollen wir nicht erleben. Und wir werden uns während der WM auch dafür einsetzen, dass die Weltmeisterschaft zu einer Begegnung der Menschen und nicht nur der Mächtigen führt. Wir werden schon im Mai als DFB ein U18-Länderspiel in Wolgograd durchführen. Am 8. Mai, einen Tag vor den Feierlichkeiten, 75 Jahre Schlacht um Stalingrad, wo die Spieler der U18 von uns und der U18 von Russland gemeinsam dann an diesen Feierlichkeiten teilnehmen werden. Ich glaube, dass das ein eindrucksvolles Symbol sein wird, des Friedens und der Versöhnung und des Zusammenwirkens. Und auch dafür muss diese Weltmeisterschaft stehen. Und wir werden zum Beispiel, wenn wir am 1. Dezember nach der Auslosung der Gruppen wissen, in welchen Städten wir spielen, weil nahezu alle Austragungsorte Städtepartnerschaften mit deutschen Städten haben, dann dafür sorgen, dass eine Amateurmannschaft aus Deutschland und eine Amateurmannschaft aus Russland parallel zu uns in dem Ort, in dem wir spielen, ein Freundschaftsspiel veranstalten, einfach auch um ein Zeichen zu setzen, dass wir wollen, dass möglichst Menschen sich begegnen und eben nicht nur, wie ich gesagt habe, Funktionäre, Profis oder Sie haben mich gebeten, etwas zum Kampf gegen Doping zu sagen, was für uns als DFB ein wichtiges Aufgabenfeld ist, denn schließlich geht es auch hier um die Integrität des Sports. Der DFB stellt sich entschieden gegen jede Form von Leistungsmanipulation. Mit einem sich sinnvoll ergänzenden System aus Trainings- und Wettkampfkontrollen sowie unterstützenden Präventionsmaßnahmen kommt es mit der Partnerschaft zwischen der nationalen Anti-Doping-Agentur, der NADA, und dem DFB zur Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen im Anti-Doping-Kampf. Ich darf Ihnen sagen, dass in Deutschland die NADA, so wie ich es mir auch bei der WM gewünscht hätte, über Intensität und Ablauf der Kontrollen entscheidet. Das machen wir nicht selbst, das haben wir völlig abgegeben an die NADA. Die waren jetzt gerade vor einiger Zeit auch wieder bei der Nationalmannschaft. Abends um 9 haben sich die Spieler beklagt, kommt doch morgens um 19:30, das wäre eigentlich angenehmer. Ich will das im Detail nicht näher ausführen, was damit gemeint ist. Aber es wird zum Beispiel auch von der NADA entschieden,
nicht nur, ob Trainings- oder Wettkampfkontrollen gemacht werden, sondern auch, ob eben zusätzlich zu den klassischen Kontrollen auch Blutkontrollen vorgenommen werden. Und wir kontrollieren bis zur Regionalliga. Wir finden ganz selten etwas und manchmal weniger leistungsfördernde Mittel als Rauschmittel. Und wir zahlen dafür erhebliche Summen an die NADA. Wir können sagen, dass alleine in der letzten Saison mehr als 1.900 Trainings- und Wettkampfkontrollen durchgeführt worden sind. Und ich halte das auch für notwendig im gesamten Sport, weil in einer anonymisierten Studie der Deutschen Sporthochschule und der Sporthilfe Spitzensportler neben vielen anderen Dingen, die zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Sport betrafen, auch intensiv zum Thema Doping gefragt worden sind. Und es ist ihnen die Frage gestellt worden, ob sie schon einmal zu Dopingmitteln gegriffen haben. Und darauf antworteten 5,9% mit Ja und keine Antwort zu diesen Fragen zum Thema gaben 40,7% der befragten Sportler. Ein solch großes Dunkelfeld, meine Damen und Herren, darf sich der Sport nicht leisten. Und die Diagnose ist folglich, dass ein ernsthaftes Problem im Sportsystem nicht geleugnet werden kann. Und deswegen sind wir auch politisch der Auffassung damals zu meiner aktiven Zeit gewesen und ich auch als Verbandsfunktionär, dass allein aus internen Maßnahmen heraus sich dieses Problem nicht lösen lässt. Wer dopt, der betrügt und der mindert im Spitzensport nicht zuletzt auch die Verdienstmöglichkeiten von anderen Sportlern, der beschädigt Vermögensinteressen von Vereinen und Sportveranstaltern und deswegen gilt auch hier, dass das Rechtsgut der Integrität des sportlichen Wettbewerbs schützenswert ist und die gesellschaftliche Integrationskraft des Sports angesichts der von Herrn Boddenberg angesprochenen 28 Millionen Mitglieder des DOSB ein schützenswertes Rechtsgut ist. Und wie gesagt, je mehr ein Sportler Vorbildcharakter besitzt und auch Geld damit verdient, dass er diesen Vorbildcharakter besitzt, umso mehr muss ihn die volle Härte auch des Strafrechts treffen, wenn er dopt und damit die Idealen des Sports geradezu mit Füßen tritt. Denn wir haben in der Tat in jetzt nicht vielen Fällen, aber doch in einigen die Erfahrung gemacht, dass wir mit den Mitteln, die nun einmal Staatsanwälte haben, mit den Ermittlungsmethoden doch mehr aufdecken können, als das eben die Sportverbände alleine mit ihrem internen Verbandsrecht können. Ein zentrales Problem, auch das hat der Fraktionsvorsitzende angesprochen, der Zukunftsfähigkeit des Fußballs ist es, wenn ein Verband durch das Fehlverhalten einiger Funktionäre in seinem eigenen Handeln den Grundsätzen der Good Governance nicht entspricht. Dadurch wird die ohnehin nicht an jeder Stelle stark ausgeprägte Bereitschaft der Basis, sich an der Führung des Verbandes zu begeistern, nachhaltig infrage gestellt. Das habe ich ja bei meinem Eingangszitat auch aufscheinen lassen. Im Zusammenhang mit der Arbeit des Organisationskomitees zur Weltmeisterschaft 2006 ist es ohne Zweifel auch bei uns im DFB zu Fehlverhalten gekommen und wir haben deshalb mit der unabhängigen Untersuchung der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields alles, was ein Verband selber tun kann, wie gesagt, noch einmal unabhängig, getan, um Fehlverhalten aufzuzeigen. Und wir haben dafür, wie Sie wissen, auch eine erkleckliche Summe bezahlt. Für uns im DFB-Präsidium war damals völlig klar, dass es nur dann gelingen kann, neues Vertrauen und neue Integrität zu gewinnen, wenn man nicht, wie sonst bei uns üblich, den zuständigen internen Kontrollausschuss ermitteln lässt, sondern dass dann die Aufklärungsbereitschaft auch dadurch steigt, dass man eine angesehene unabhängige Kanzlei damit beauftragt und das auch in einer Tiefe, wie es das in einem Sportverband noch nie gegeben hat. Übrigens auch mit dem Risiko, das haben Sie gelesen, dass uns das möglicherweise ereilt, dass uns die Gemeinnützigkeit für diesen Zeitraum entzogen wird. Und wir haben, das will ich deutlich machen, im Grunde genommen alles, was wir mit unseren Mitteln untersuchen konnten, untersucht. Die Staatsanwaltschaften haben an vielen Stellen sehr gut aufbauen können auf die Arbeit von Freshfields. Und alles das, was zusätzlich noch bekannt geworden ist, ist eben mit Mitteln,
die nur Staatsanwälten zur Verfügung stehen, nämlich etwa der Beschlagnahme von Kontodaten oder auch intensiven Vernehmungen von Persönlichkeiten als Beschuldigte, durch diese speziellen Mittel zutage gefördert worden, die Freshfields nicht zur Verfügung standen. Wir haben den Zahlungsfluss vollständig aufgeklärt und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir als DFB Glaubwürdigkeit und Integrität zurückgewinnen wollen, dass wir dann tiefgreifende Konsequenzen ziehen müssen aus so einer Affäre. Und wir haben das auch getan mit einer Reihe von organisatorischen Veränderungen bei uns. Und es zeigt sich an dieser Stelle zweierlei. Erstens, die Einhaltung von Satzungen und Ordnungen in einem Verband wie dem DFB muss top-down-mäßig vorgelebt werden. Die schlanke Bemerkung von Führungskräften, ich bin hier 20 Jahre ohne Satzung ausgekommen, verstärkt den Compliance-Gedanken nicht. So kann man einen Verband heutzutage nicht mehr führen, sondern man muss ganz praktische Maßnahmen ergreifen, um sich selber transparent zu machen und den Anforderungen von Good Governance gerecht zu werden. Wir haben unsere Finanzberichte von 2015 und 2016 veröffentlicht, und zwar in einer Tiefe und einer Detailgenauigkeit, die viele Beobachter überrascht hat. Wir haben eine Ethikkommission unter Leitung des früheren Bundesaußen- und Justizministers Klaus Kinkel berufen, damit wir auch externen Rat bekommen, wie wir Compliance und Good Governance ganz konkret in unsere Strukturen verankern können. Die Zuständigkeit der Ethikkommission besteht in Fällen, die die Integrität und dem Ansehen des DFB schaden, insbesondere bei illegalen, unmoralischen und unethischen Verhaltensweisen. Wir haben darüber hinaus unmissverständlich klargestellt, dass wir auch gegenüber unseren Sponsoren, gegenüber unseren Lieferanten, gegenüber unseren Geschäftspartnern erwarten, dass die gleiche neue Sensibilität für Werte und Regeleinhaltung an den Tag gelegt wird, wie wir das auch tun. Ergänzt werden diese statuarischen Maßnahmen durch den Aufbau eines Compliance-Management-Systems. Kernstück sind dabei Verhaltensrichtlinien, an denen wir gearbeitet haben, die gleichermaßen übrigens die Haupt- wie die ehrenamtlichen Mitarbeiter treffen. Vor geraumer Zeit hat uns ein besonders schlecht gelaunter Kommentator in den ARD-Tagesthemen, was da eigentlich ja nie vorkommt, die sind ja immer sonst sehr fröhlich, aber in dem Fall irgendwie nicht, vor dem Hintergrund unserer WM-Affäre das Recht abgesprochen, uns für die Europameisterschaft 2024 zu bewerben. Die Leser des Fachblatts Kicker haben das Gott sei Dank anders gesehen und haben sich mit 84% dafür ausgesprochen, dass wir trotz dieser Affäre uns für die Euro 2024 bewerben. Und wir haben das getan. Und da haben wir es getan, weil wir die Stadien haben, wir haben die Infrastruktur, wir brauchen kaum einen Hektar zu versiegeln, wir haben ja auch die Hotelkapazitäten, den öffentlichen und den individuellen Verkehr gut geregelt. Auch in Berlin wird das irgendwann funktionieren. Und insofern können wir ökonomisch sparsame und ökologisch schonende Europameisterschaften anbieten. Wir haben das getan, schon jetzt mit einem Prozess, der total transparent gewesen ist. Wir hatten das schwierige oder die schwierige Aufgabe, dass 14 Städte gerne Austragungsort für die Euro gewesen wären, aber nur 10 erschaffen. Und wir kennen natürlich alle, wie Sie auch zum Teil, die Geschichten, die sich um die Frage ranken, wo denn solche Veranstaltungen normalerweise dann landen. Und wir haben von vornherein gesagt, wir wollen es anders machen, wir wollen es total objektiv gestalten. Wir wollen als Präsidium möglichst gar nicht eingreifen in den Prozess, sondern unser Bewerbungskomitee ganz alleine damit beauftragen. Und wir haben mit Transparency International und einer hartnäckigen Dame, die einigen hier bekannt ist, nämlich Silvia Schenk, gesagt, sie soll in alles reingucken. Alle Bücher sind für Transparency offen. Und das haben die gemacht, tagelang mit mehreren Mitarbeitern. Und deswegen ist am Ende ein Ergebnis herausgekommen, das mittlerweile von allen 14 Städten akzeptiert wird.
Frankfurt hat es mit Mühe und Not übrigens geschafft. Aber geschafft. Hinterher haben sie gesagt, naja, so nach dem Motto, jedes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und jetzt würden sie sich richtig reinlegen. Okay, sehr gut, sollen sie es machen. Aber ich glaube, so muss man einen Bewerbungsprozess heute aufsetzen. Und wir werden das weiter tun. Wir werden diesen ganzen Prozess bis zum April, wenn wir unser sogenanntes Bitbook, also unser Bewerbungsbuch, abgeben, begleiten lassen von Transparency und von anderen externen Experten. Denn wir brauchen Integrität im Sport, wenn wir die Autonomie unseres Sports erhalten wollen. Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter missbrauchte die Formel der Autonomie des Sports, um damit die Abschottung der FIFA gegen den kritischen Blick von außen, das Auseinander- und außer Kraft setzen, kann man geradezu sagen, von demokratischen Spielregeln geradezu gesetzmäßig zu begründen. In Wahrheit ist es genau andersherum. Nur wenn wir im Sport besonders großen Wert auf Compliance, auf Transparenz und Integrität legen, dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, unsere Angelegenheiten im Sport selbst zu regeln. Wir dürfen nur dann für uns handeln, wenn jeder die Chance hat, unser Tun auch zu beobachten. Autonomie des Sports darf niemals bedeuten, über den staatlichen Regeln zu stehen, sondern Autonomie des Sports heißt, so sehr regelkonform zu sein, dass es des staatlichen Einflusses nicht bedarf. Autonomie des Sports darf nicht bedeuten Entzug von Kontrolle, sondern die Selbstkontrolle muss so umfassend sein, dass sich der Staat seines Eingreifens entziehen darf. Nur so werden wir auf lange Sicht neue Unterstützung auch bei denjenigen, die unser Tun als Verbände kritisch begleiten, erreichen. Wir müssen uns den ethischen Grundlagen des Sports, meine Damen und Herren, aber auch immer wieder ganz praktisch zuwenden, gerade im deutschen Fußball. Und deswegen will ich gegen Ende, und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen, schon auch sagen, dass Fußball eben nicht nur bedeutet Eintracht Frankfurt und die Bundesliga. Denn wenn das letzte Fußballspiel des Wochenendes gespielt ist, dann haben wir 18 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga erlebt. Aber 80.000 bundesweit in allen Spielklassen. Jedes Wochenende bewegt der Fußball rund 2 Millionen Menschen, die als Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Staffelleiter, Platzwarte, Eltern, die ihre Kinder zum Auswärtsspielen oder eben Zuschauer sich diesem schönen Spiel verschreiben und aktiv sind. Wer den Fußball kritisch hinterfragt, der darf eben nicht nur auf die Spitze, sondern muss auch an die Basis schauen. Dort, wo die ehrenamtlichen Mitarbeiter eher Geld mitbringen, damit Fußball gespielt werden kann. Wo in Eigenleistung Sportanlagen bespielbar gehalten werden, die schon lange kein staatlich angestellter Platzwart mehr pflegt. Da, wo der Kassenwart immer wieder versucht, trotz Steuergesetzgebung und Hygieneregelungen den Betrieb des Vereinsheims aufrechtzuerhalten. Hier ist der Fairplay-Gedanke zu Hause. Würde man alles glauben, was in der Zeitung steht, könnte man annehmen, dass sich der Fairplay-Gedanke ins Abseits begeben hat. Die Wahrheit ist, Gewalt, Diskriminierung und Spielabbrüche wurden von Schiedsrichtern in der letzten Saison in genau 0,4% aller Fälle gemeldet. Das ist natürlich in jedem einzelnen Fall zu viel, aber nicht alles, was im Fußball ist, vom Fußball gemacht und von ihm zu verantworten und vor allem allein von ihm zu lösen. Fußballvereine sind nicht in erster Linie gegründet worden, um Sozialarbeit zu leisten, sondern um Kindern und Jugendlichen, Männern und Frauen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund eine Möglichkeit zu geben, diesen tollen Sport zu betreiben. Aber immer intensiver, wie wir das etwa bei der Integration von Flüchtlingen erlebt haben, stellen die Vereine sich ihrer sozialen Verantwortung. Und das macht ihre große gesellschaftliche Bedeutung aus. Und deswegen verdienen sie an der Stelle eben auch alle Unterstützung, wenn es darum geht, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. Dass man eben denjenigen, der sich daran erfreut, seine Werte im Fußball an die nächste Generation weiterzutragen, der sich darüber freut, anderen, gerade Kindern, etwas wert zu sein, dass man den auch unterstützt. Es mögen hier im Raum Mittelständler sein oder auch Menschen, die in Behörden große Verantwortung tragen. Ich weiß zum Beispiel von vielen ehrenamtlich Tätigen, dass sie die Sorge haben, wenn sie viel von ihrer ehrenamtlichen Arbeit am Arbeitsplatz erzählen, dass dann vielleicht der Chef denken könnte,
Naja, der konzentriert sich nicht so auf seinen Betrieb, der hat zu sehr das im Blick, was er außerhalb des Unternehmens oder der Behörde macht. Ich glaube, dass Sie mit mir eins sind, dass soziale Kompetenzen in unseren Unternehmen und Betrieben immer wichtiger werden. Teamgeist, Menschen zusammenzuführen, konzentriert zu handeln, auch unter Drucksituationen. Das alles lernen Sie im Ehrenamt, übrigens nicht nur im Fußball, gilt für die Freiwilligen Feuerwehren und andere Einrichtungen ganz genauso. Deswegen wäre es schön, wenn Sie Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch dadurch unterstützen würden, indem Sie wissen lassen, deine ehrenamtliche Tätigkeit ist gewünscht. Ich finde das gut, dass du ehrenamtlich dich engagierst, weil dieses nicht nur die Gesellschaft zusammenhält, sondern auch in unserem Betrieb Kompetenzen damit vorhanden sind, die vielleicht nicht da wären, wenn keiner ehrenamtlich etwas mehr tun würde, was andere nicht leisten wollen. Und über solche Unterstützung würden wir uns als Sportverbände sehr freuen, meine Damen und Herren. Und wenn es darum geht, gerade im Hinblick auf manche Gewaltentwicklung, von der ich gesprochen habe im Sport, frühzeitig für Prävention zu sorgen, dann tun wir dort sehr früh etwas. Wir haben zum Beispiel aus der Gewaltpräventionsforschung gelernt, dass Gesten und Rituale eine wichtige Funktion haben. Der Handschlag vor und nach dem Spiel signalisiert, auch wenn es scheinbar um noch so viel geht, der Fußball muss am Ende ein Spiel bleiben. Es geht um respektvolles Miteinander. Und Untersuchungen zeigen, dass schon in der F- oder G-Jugend übertrieben ehrgeizige Eltern oder Trainer Kinder zum übergroßen Eifer, ja zum V-Spiel auffordern, anstatt sie einfach spielen zu lassen. Und deswegen gibt es mittlerweile flächendeckend in ganz Deutschland die Fairplay-Liga eingeführt. Eltern müssen 15 Meter Entfernung vom Spielfeldrand einhalten. Die Trainer sind in einer gemeinsamen Coaching-Zone und es gibt keine Schiedsrichter. Die Kinder entscheiden selbst, ob ein Foulspiel vorlag oder der Ball im Aus war. Und wir machen die Erfahrung, dass das Spiel viel friedlicher, viel einfacher, viel kameradschaftlicher durchgeführt wird. Die Trainer greifen nur ein, wenn die Kinder doch irgendwann einmal eine Konfliktsituation nicht lösen können, aber alles verläuft viel ruhiger, viel fairer, wenn die Kinder selbst verpflichtet sind, für die Einhaltung von Regeln zu sorgen. Und das ist das, was wir tun müssen. Schon von Kindesbeinen an die Einhaltung von Regeln, das, was wir dann im Alter Good Governance und Compliance nennen, einzuüben. Wir brauchen Fair Play und Integrität an der Basis und in der Spitze des Fußballs, weil nur so der Fußball eine gute Zukunft hat. Beim Verein um die Ecke weiß das jeder und im DFB mittlerweile mehr, als Sie denken. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Grindel. Das war, glaube ich, eine Tour d'horizon durch alle oder fast alle aktuellen Themen, die der Sport und ihr Amt natürlich mit sich bringen. Ich dachte schon oder hatte befürchtet, Sie würden die FIFA auslassen, aber wir müssen heute Abend nicht nur über die große Weltpolitik reden, aber ich glaube, es war wichtig, dass Sie auch dazu einige sehr klare Worte gesagt haben. Ich würde mir erlauben, nur zwei, drei Punkte anzusprechen. Sie haben mich ein bisschen daran erinnert, dass ich was vergessen habe in meiner Eingangsbemerkung. Sie haben den 1971 stattgefundenen schlimmen Bestechungsskandal erwähnt. Ich hatte ihn fast verdrängt und weiß, dass ich als 12-Jähriger damals samstagsabends, ich glaube um 18 Uhr, vor der Sportschau saß. Es gab mal Daktari und mal Sportschau, ein Fernseher. Mein Bruder war kein Fußballfan, insofern hatte ich aber Glück, an dem Abend vor dem Fernseher zu sitzen. Und ich glaube, das war ein so nachdrücklich und nachhaltiges Erlebnis, also ein Schock, von Ernst Huberti zu erfahren. Ich glaube, es war sogar noch ein Torhüter vom 1. FC Köln, Manfred Manglitz, glaube ich, betroffen. Also ich weiß, dass mich das irgendwie Jahre beeindruckt hat und ich glaube viele. Jetzt haben Sie ja von vielen gesprochen, was heute stattfindet, von Wettskandalen und all dem mehr, was sich auch so ein bisschen dem unmittelbaren Einfluss natürlich des Sportes und auch des DFB entzieht. Aber würden Sie sagen, war es damals nicht tatsächlich in Wahrheit auch schon so, dass das alles oder vieles stattgefunden hat und wir heute nur so viel mehr darüber erfahren und deswegen glauben, es ist alles schlimmer geworden?
Also ich glaube, dass an der Stelle das große Geld, das heute im Fußball bewegt wird, auch ein klein bisschen eine Chance ist und immunisiert. Weil, wie gesagt, wenn Sie sich an die Summen erinnern, die damals bewegt worden sind, und selbst wenn Sie die Summen hochrechnen mit der jährlichen Inflation, dann wären das heute Größenordnungen, für die Sie keinen Bundesligaspieler mehr in Anführungsstrichen umdrehen würden. Deswegen habe ich ja auch in meinem Statement gesagt, wir müssen eben auch runtergucken in die dritte Liga, in die Regionalliga, weil im Grunde genommen, wenn Sie da mal die südostasiatischen Wettbüros nehmen und Sie können von dort eben auf Regionalligaspiele in Deutschland setzen, ist denen das völlig egal, ob Bundesliga oder Regionalliga. Hauptsache, Sie machen eben dort Ihre Gelder. Und deswegen ist es halt wichtig, und das kostet auch natürlich eine ganze Menge Geld, dass wir mit Sportradar genau auch diese Spiele im Visier haben. Und es läuft in der Tat so, dass wir, ich habe es ja angedeutet, manchmal Hinweise bekommen. Das muss nicht bedeuten, dass da was passiert, aber ungewöhnlich hohe Einsätze auf ein Spiel und auf eine bestimmte Konstellation gemacht werden. Und dann schicken wir dort Leute aus unserem Kontrollausschuss hin, die auch in die Kabine gehen. Also insbesondere, wenn man feststellt, es handelt sich um einen Verein, dann wird dort auch angesprochen und es wird auch dafür gesorgt, dass das Spiel festgehalten wird auf Video, um eben dann auch zu schauen, ob alle Szenen, ich sage mal, fußballtypisch waren oder es doch Auffälligkeiten gibt. Also wir versuchen an der Stelle wirklich schon auch mit einer generalpräventiven Wirkung dafür zu sorgen, dass die Wettmafia einen Bogen um Deutschland macht. Und ich würde auch jetzt, weil ich das Thema problematisiert habe, weil es eben der Auftrag des Referats war, sagen, dass wir wirklich ganz verschwindende Fälle, ich habe von einem Fall gesprochen, der jetzt durch den Ombudsmann aufgedeckt worden ist, in Zusammenhang mit dem VfL Osnabrück, das ist ja auch bekannt geworden. Also da haben andere Verbände in Europa größere Probleme, aber wir beteiligen uns auch an einem europäischen Netzwerk innerhalb der UEFA, um natürlich unsere Erkenntnisse auch anderen Verbänden mitzuteilen. Und es ist so, dass Sportradar natürlich auch in anderen Verbänden aktiv ist, und zwar auch eben den Verbänden ja, im südosteuropäischen Raum zum Beispiel, wo es eben öfter mal, nicht öfter mal, aber öfter als in Deutschland zu einem Fall kommt. Vielleicht nur eine ganz kurze Nachfrage, weil es mich einfach technisch interessiert. Heißt Sportradar, ist das algorithmisierte Kontrolle oder sitzen da Menschen, die händig im Internet recherchierend, Sie haben von 400 Wettanbietern, glaube ich, ja, gesprochen. Ja, das sind also welche, die jetzt, ich bin kein Mathematiker, das sind Mathematiker, die also die, das Hirn sozusagen des Unternehmens sitzt in London mit riesigen Computerräumen, wo also sozusagen laufende Meter Daten anlaufen. Die haben ja mit 400 Wettanbietern Kooperation, das heißt, lesen alles mit und haben dann technische Einrichtungen. Ich muss das, weil ich da schrecklich fachlich unbegabt bin, sagen. Also das schlägt dann was an, wenn mehr als normal gewettet wird. Ja, ganz anderes Thema. Sie haben es kurz angesprochen, das ist das Thema Gewalt in Stadien. Wir hatten ja am vergangenen Wochenende leider bei meinem jedenfalls früheren Heimatverein, dem 1. FC Köln, wieder mal einige auch sehr, sehr unschöne Szenen in Fanblocks. Sie treffen sich diese Woche mit Vertretern der Ultras. Ich erschrecke mal so ein bisschen, wenn ich das höre, weil ich mit Ultra eigentlich immer Gewalt verbinde, was aber wahrscheinlich eine falsche Pauschalisierung und Stigmatisierung durchaus sehr robuster, aber vielleicht eben nicht immer gewalttätiger Fans entspricht. Sehen Sie eine Chance, dass man dann doch irgendwann dahin kommt, dass wir jedenfalls Mehrheiten in diesen Fanvertretungsstrukturen finden, die auch so einen gewissen eigendynamischen Prozess der Reinigung schaffen? Also ich sage es mal ganz platt, wenn ich da stehen würde und ein Plakat hinter mir hochgehalten würde, würde ich entweder weggehen. Ich glaube, alles andere hätte jetzt keinen Sinn, sich dort gewaltmäßig zu verhalten. Aber gibt es da millimeterweise Bewegung oder wird das eher ein Problem, das sich verschlimmert? Also die Ultraszene ist heterogener, als man glaubt. Sicherlich befinden sich darunter auch einzelne, die den Fußball als Plattform zum Ausleben von Gewalt und einen generellen
Anti-Haltung gegen alles, was Reglementierung bedeutet und Autoritäten. Also die legen auch keinen Wert darauf, mit uns zu reden, das ist klar. Die lehnen alles ab. Diejenigen, die morgen in die DFB-Zentrale kommen, denen unterstelle ich mal, dass sie dialogbereit sind. Das Entscheidende beim Dialog wird sein, dass man die Bereitschaft hat, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen und nicht sozusagen einen Pseudodialog führt, indem man da ein paar Ansagen macht und dann wieder geht, sondern grundsätzlich die Bereitschaft zeigt, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, wie der andere denkt, sondern auch bereit zu sein, gemeinsam mit ihm zumindest über einvernehmliche Lösungen nachzudenken. Und deswegen war für mich ein ganz wichtiger Schritt, die sogenannten Kollektivstrafen erst einmal auszusetzen, weil wir festgestellt haben, dass das ein ganz auf breiter Ebene abgelehntes Sanktionselement war, weil eben, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, mir schon auch total vernünftige und mit dieser Szene überhaupt nicht in Verbindung stehende Fans gesagt haben, wenn ich doch aber im Block mit denen stehe und 5 bis 7 Meter vor mir in einem ausverkauften Stadion fängt einer an, ein Bengalo zu zünden, ich kann dem doch gar nicht in den Arm fallen, aber trotzdem bin ich 3 Wochen später mit draußen, wenn ihr den ganzen Block sperrt, das ist doch nicht in Ordnung. Strafen müssen doch tatangemessen, aber auch täterbezogen sein. Und da, finde ich, ist eine ganze Menge dran. Und wenn Sie eben auch feststellen, dass eine Sanktion wie diese Teilausschlüsse bei Zuschauerfehlverhalten überhaupt keine Wirkung erzielen, sondern die einzige Wirkung ist, dass es immer schlimmer wird und immer weiter versucht wird, dagegen anzugehen und vor allen Dingen die Gefahr besteht, dass die gemäßigten Kräfte sich mit, ich sag mal, Hardcore-Fans wachsend solidarisieren, dann erreichen Sie ja genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen. Sondern ich gehe mal davon aus und ich hoffe, dass wir morgen eine ganze Reihe von Sachthemen besprechen, die diese Ultras stören. Also da geht es um Themen eben wie Kommerzialisierung. Da werden wir sagen, redet mal mit euren Vereinen, weil, wissen Sie, wir brauchen da auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Wir können das doch machen. Wir können doch sagen, Sonnabendnachmittag 15.30 Uhr spielen alle 9 Partien der Bundesliga, um 18 Uhr Sportschau, 22.30 Uhr, 23 Uhr Zweitverwertungsrechte im aktuellen Sportstudio und gut ist. Dann müssen aber die Bundesligisten mit einem Bruchteil natürlich der TV-Einnahmen leben, die sie heute haben. Und insofern müssen Sie mit Ihren Fans die Frage besprechen, wollen wir uns dem Wettbewerb stellen, insbesondere dem internationalen Wettbewerb oder nicht? Das kann man natürlich alles beklagen, dass da in England Scheichs unterwegs sind oder so weiter, aber die Frage ist, wollen wir noch mitzählen oder wollen wir es nicht? Wollen wir zumindest versuchen, eine faire Chance zu haben? Und das wollen wir sicherlich. Wir wollen international konkurrenzfähig sein. Das heißt, wir müssen schon erfolgreich daran arbeiten, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch auf den internationalen Märkten, wenn Sie etwa an TV-Einnahmen denken, konkurrenzfähig zu sein. Deshalb auch unser Engagement in China, natürlich. Wir machen auch eine ganze Menge, was dem chinesischen Fußball hilft, aber das natürlich als ein Abfallprodukt davon, wir auch erfolgreicher sein wollen im Wettbewerb mit der Premier League, mit der La Liga, das ist doch völlig klar. Und ich finde das auch zulässig. Und darüber müssen wir reden. Wir müssen zwar über eine andere Frage reden. Der Präsident von Mainz 05 hat gerade bei einer bemerkenswerten Jahreshauptversammlung gesagt, ja, es sei total ungerecht, jetzt wird ja die Ärmelwerbung, die früher zentral vermarktet wurde, einzeln vermarktet. Und Mainz 05 kriegt dafür 500.000 Euro und Bayern München 10 Millionen. 1:20 das Verhältnis. Da will ich mal sagen, von den TV-Rechten national bekommt Mainz 05 50 Millionen und Bayern München 95 Millionen. Also noch nicht mal ein Verhältnis von 1:2. Was Sie daran merken, dass Zentralvermarktung auch bedeutet, dass da Solidaritätsmechanismen zum Tragen kommen, weil wenn Bayern, Dortmund, Schalke und der HSV, die meist eingeschalteten beim Bezahlfernsehen im 1:1, also nicht Konferenz, sondern nur ein Spiel zu sehen, wenn die sich zusammentun würden, würden die sicherlich als
Einzelvermarktungs- oder sich einzeln vermarktende Vereine deutlich mehr erlösen, als wenn sie die Zentralvermarktung machen. Also insofern kann man auch nicht sagen, dass unser System in Deutschland jetzt total schon der Kommerzialisierung anheimfallen würde, sondern ich finde, wir haben da ein doch auch sehr gesundes Verhältnis der Ausgleichsleistungen auch in Richtung der zweiten Liga etwa. Und über diese Fragen möchte ich gerne reden. Vielleicht nicht zuerst über die Frage, ob Pyro zum Fußball und zur Fußballkultur gehört oder nicht, weil das sicherlich der schwierigste Punkt sein wird. Aber wir werden auch über Fragen reden, wie den Strafenkatalog, wie auch sicherlich die eine oder andere bundesweite Regelung, was Fanutensilien angeht. Und dann hoffe ich, dass wir zumindest wieder ein gewisses Maß an fachlichen und inhaltlichen Austausch bekommen. Ob das dann dazu führt, dass wir einem friedlichen Stadionerlebnis näher kommen, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, total wichtig, dass wir, bevor wir über repressive Maßnahmen denken, erst einmal miteinander versuchen, im Dialog die Dinge hinzubekommen. So, ich schaue schon mal ins Publikum. Ich stelle da noch eine Frage und wem etwas unter den Nägeln brennt, das vermute ich mal, bitte um Handzeichen. Vielen Dank, ich sehe schon die ersten. Aber eine Frage wollte ich noch stellen, weil Sie über die sozialen Netzwerke, also über Digitalisierung sehr konkret auch die Funktion des Sportes gesprochen haben in der analogen Welt. Aber vielleicht auch noch mal dazu, es würde jemanden wundern oder alle wundern, wenn ich oder wir das nicht ansprechen würden heute Abend, Stichwort Videobeweis. Ja, ich will es deswegen tun, nicht aufgrund der jüngeren Personalia, die Sie dort hatten, sondern weil ich für mich jedenfalls noch nicht entschieden habe, ob ich das gut finden soll oder ob ich schlecht finden soll. Weil der Mensch ist nun mal fehlbar und auch im Sport und im Fußball passieren Fehler und mancher verursachte Elfmeter war ja dann auch möglicherweise ein Fehler eines Spielers, weil er eine Sekunde lang irgendwo sich körperlich falsch verhalten hat oder nicht richtig aufgepasst hat. Warum dürfen denn Schiedsrichter keine Fehler machen? Es war ja über Jahrzehnte, man könnte sagen 100 Jahre so, dass auch Schiedsrichter Fehler gemacht haben und man sich darüber geärgert hat. Am Seitenrand schon der A-Jugend gab es dann heftigste Auseinandersetzungen. Sie haben die Eltern angesprochen. Aber es war für mich auch immer irgendwie Teil dieses Sportes. Und jetzt habe ich das Gefühl, diese Technisierung überholt uns so ein bisschen und suggeriert, dass man am Ende diese Fehlerhäufigkeit deutlich reduziert oder am Ende sogar Fehler vermeidet. Wie würden Sie nach den ersten Erfahrungen der ersten Monate sagen, wird das zukünftig sich weiterentwickeln? Also der Schiedsrichter darf auch in Zukunft Fehler machen, weil er natürlich ein Mensch ist. Aber ich sage mal, wir müssen auf der anderen Seite sehen, in diesem Fußball, wie er nun mal heute gespielt wird, geht es um so viel, dass dort, wo wir mit technischen Hilfsmitteln Fehler, über die sich der Schiedsrichter nach dem Spiel am meisten ärgern würde, vermeiden können, dass wir diese technischen Mittel auch einsetzen sollten. Schauen Sie, über die Torlinientechnik redet keiner mehr, das finden alle gut, weil für jeden irgendwie einsehbar ist, also ob nun Ball im Tor ist oder nicht und man das glasklar durch eine Technik feststellen kann, das wäre irgendwie nicht nachvollziehbar, wenn man dieses Hilfsmittel dem Schiedsrichter nicht zur Verfügung stellen würde. Mittlerweile Tortechnologie ist anerkannt. Und ich sage Ihnen voraus, beim Videobeweis wird es auch so sein. Unser Problem ist nur, es muss jetzt glasklar die Regel sein, wann greift der Videoassist ein und wann nicht. Also, es hat in der letzten Saison, und das zeigt auch die Häufigkeit, die eben gar nicht so oft zum Tragen kommen wird, des Eingriffs, etwa 100 Entscheidungen von Schiedsrichtern gegeben, bei denen glasklar, wenn er das Bildmaterial zur Verfügung gehabt hätte, er anders entschieden hätte. Also ich sage mal, die Klassiker, die Torerzielung mit der Hand, Situationen von Tätigkeiten, die sich hinter seinem Rücken abspielen oder eine Situation, ich glaube am letzten Spieltag im Strafraum, Stindl versucht einem Spieler von Mainz 05, war es glaube ich, den Ball wegzuspitzeln. Und die Wahrnehmung des Schiedsrichters ist so, dass er das geschafft hat, dass er den Ball gespielt hat und damit auf Eckball entschieden. In Wahrheit hätte Stindl die rote Karte bekommen und Mainz 05 einen Elfmeter bekommen müssen, weil Herr Stindl nur das Bein des Gegenspielers, aber nicht den Ball erreicht hat. So. Und wenn in dem Fall, und
insofern macht ein Videoassist auch mal einen Fehler, weil dem Videoassist ist das so nicht aufgefallen. Wenn der Videoassist das festgestellt und dem Schiedsrichter mitgeteilt hätte, dann hätte er sofort seine Entscheidung korrigiert, weil das die Fälle sind, die wir ja auch in der letzten Saison immer wieder gehabt haben, dass nach dem Spiel ein Schiedsrichter und ja auch in wirklich anerkennenswerter Offenheit gesagt hat, wenn ich das gesehen hätte, wenn mir diese Bilder zur Verfügung gestellt worden wären, hätte ich anders entschieden. Das heißt, wir brauchen den Videoassist in ganz ausgewählten Sachverhalten. Elfmeter, rote Karte, Abseits in Verbindung mit Torerzielung und Spielerverwechslung. Das sind die vier wesentlichen Sachverhalte. Wir brauchen den Assist nur dann, wenn es um einen Wahrnehmungsfehler geht. Das heißt, wenn der Schiedsrichter etwas nicht gesehen hat. Es gibt eine andere Situation, und das ist das, was Sie meinen, und das wird in Zukunft so sein. Handspiel Thilo Kehrer, ich glaube gegen Borussia Mönchengladbach, die Situation, wo der Ball in den Strafraum segelt, der Thilo Kehrer von Schalke 04 will mit dem Kopf den Ball spielen, er kommt mit dem Kopf aber nicht mehr ran und der Ball fällt ihm auf die Hand und dann von der Hand so günstig ihm vor die Füße, dass er schön den Ball klären kann. 8 von 10 Schiedsrichter würden sagen Elfmeter, aber einige andere sagen auch nein, der hat eindeutig den Ball mit dem Kopf spielen wollen, ist nicht rechtzeitig rangekommen, das ist unabsichtlich Pech, kein Elfmeter. Und in diesen Situationen hat der Videoassist nichts verloren, weil der Schiedsrichter ja die Situation gesehen hat und er hat sie bewertet, er hat alle Bilder sozusagen visuell zur Verfügung für sich und hat eben eine Entscheidung getroffen, bei der 8 andere gesagt hätten, das hätte ich anders entschieden. Und insofern wird dort die Diskussion auch bleiben. Aber ich sage auch einmal, das ist irgendwie so typisch deutsch, wenn etwas nicht gleich läuft, dann kommt so eine Erregungswelle übers Land und dann wird alles schlecht gemacht. Ich finde, wir haben jetzt eine Ehrenrunde drehen müssen, weil zugegebenermaßen der Herr Krug eben mit einer internen Anweisung versucht hat, dass er diese Fälle, wie Thilo Kehrer eben auch noch kriegt, da haben wir gesagt, das ist eine Überdehnung dieser Funktion des Videoassists, sondern es geht zurück, sozusagen Reset auf das, was zu Beginn der Saison ausgegeben worden ist. Wahrnehmungsfehler, 100 in einer Saison etwa, also 3 pro Spieltag. Und jetzt appelliere ich mal an alle, nun lasst mal 4, 5 Spieltage das laufen, nicht gleich wieder die großen Kritiken und dann bin ich ganz sicher, kommt Ruhe in die Sache, kommt Sicherheit in die Sache und ich vertrete die These, am Ende der Saison werden wir alle sagen, es ist doch ein richtiges Instrument, weil es den Fußball gerechter macht. Ja, vielen Dank. Dort hinten war die erste Wortmeldung. Bitte schön. Guten Abend. Ich wollte mal fragen, im Sport ist ja, sind immer die Mannschaften wie Bayern München oder Barcelona, sagen wir immer Spitzenreiter, also auch Bayern München immer schon gesetzt, jedes Mal wieder von Neuem. Und da stimmt doch irgendwas im System nicht, wenn immer dieselben gewinnen und Barcelona oder jetzt Madrid oder zum Beispiel Paris ertrinken im Geld, die Spieler... Gagen werden oder Ablösesummen gehen in astronomische Höhen, aber Spanien, Barcelona sind da eigentlich auch, oder Paris, also Frankreich, sind da eigentlich doch auch keine wirtschaftsstärkeren Länder als Deutschland oder nicht reicher als Deutschland. Das ist eben jetzt ein Fehler im System irgendwo innerhalb Europas. Danke. Das Problem in nationalen Ligen haben Sie übrigens auch in anderen Regionen, wenn Sie mal den FC Basel in der Schweiz nehmen, der ganz erheblich von den internationalen Einkünften lebt für seinen Spielbetrieb. Es gibt auch noch ein paar andere Beispiele in anderen Regionen. Also, gut, Sie haben gesehen, so schnell wendet sich das Blatt und ändert sich die Stimmung, dass zu Beginn der Saison es hieß, also diese Saison wird Borussia Dortmund das machen. Bayern haben riesige Probleme. Ich kann Ihnen da verschiedenste Artikel zeigen. Peter Bosch ist das Maß aller Dinge, moderner Fußball, der hat es begriffen. Heute sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Also ich glaube, dass wir für die Bundesliga sagen können, und ich habe Ihnen ja zum Beispiel die relativ geringe Spreizung bei der Zentralvermarktung und den Einnahmen aus den TV-Rechten gesagt, dass wir solche exorbitanten Auseinanderentwicklungen nicht haben, sondern bei uns in Deutschland spielt natürlich schon eine gewisse Rolle, dass die
Einkünfte aus den internationalen Wettbewerben eben in der Regel auf 1, 2, 3 Vereine konzentriert sind und sie sich damit einen erheblichen Vorsprung verschaffen. Aber auf der anderen Seite kann ich nur sagen, die Verrücktheiten des Fußballs haben dann ja auch ihren Vorteil. Ich meine, Borussia Dortmund hat ja durch den Verkauf von Dembélé eine erhebliche Summe eingenommen, die, wenn sie sie im Rahmen der Kaderplanung richtig einsetzen, schon ihnen die Möglichkeit geben werden, auch sich sinnvoll zu verstärken und dementsprechend auch Bayern München Paroli zu bieten. Also die Größenordnung kann man ja in der Zeitung lesen. Ich weiß nicht, was in den Verträgen steht, aber wenn es stimmt, irgendwas zwischen 120 und 140 Millionen und Sie sich überlegen, dass die Bayern so im Jahr etwa 100 Millionen ausgeben für neue Spieler in der Spitze, dann kann zumindest Borussia Dortmund, was die Stärke des Kaders angeht, durch so einen Verkauf auch mithalten. Also ich finde zum Beispiel auch immer wichtig, dass man sagen muss, bei all den Summen, die da bewegt werden, das Geld bei den reinen Spielerverkäufen bleibt wenigstens im System. Was mich sehr ärgert, ist, dass die Millionen und die Abermillionen die Spielerberater kassieren, weil das geht aus dem Fußball raus. Also das ist zum Beispiel ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Auch das Unwesen, das zum Teil getrieben wird im Bereich der Spielerberater. Das zweite ist die Sache mit dem Financial Fair Play. Ich bin ja auch Vizepräsident der UEFA. Ich bin mit meinem Präsidenten Alexander Jeverin völlig einig. Wir gucken uns das am Ende der Saison an, ob Paris Saint-Germain die Regelungen des Financial Fair Play eingehalten hat. Sie müssen zum Beispiel sehen, da wird nicht die 222 Millionen in einem Jahr angerechnet, sondern das Geld wird verteilt auf die Vertragslaufzeit, also über 5 Jahre. Das heißt, in diesem Jahr, in dieser Saison nur mit 44 Millionen kommt der Neymar da ins Buch. Da habe ich zum Beispiel gesagt, ich finde, dass wir da eine Obergrenze ziehen müssen, dass wir sagen, also höchstens 3 Jahre und dann ist aber auch gut, um auf diese Art und Weise auch ein bisschen einen gewissen Dämmungseffekt zu erreichen. Aber ich will Ihnen eines sagen, und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir müssen mal als Sportfunktionäre mit den großen Ankündigungen sehr diszipliniert sein. Wir müssen nämlich erstmal mit der EU-Kommission reden, was wir eigentlich alles regeln dürfen. Wir leben in einem europäischen Binnenmarkt mit Freiheit der auch der Finanzdienstleistungen und insofern Arbeitnehmerfreizügigkeit und alles, was dazugehört. Also die Frage, ob wir überhaupt mit einem Financial Fair Play tatsächlich dem entgegenwirken können oder nicht sofort Paris Saint-Germain, dann, wenn es wirklich ernst wird, zum EuGH geht und alles wieder aufgehoben wird, wie damals beim Thema Bosman-Urteil, da müssen wir uns auch vorher schlau machen, dass wir da nicht zu hohe Erwartungen wecken, die wir da nicht erfüllen können. Vielen Dank, der Herr hier vorne. Und dann da hinten ist eine weitere Wortmeldung bei der Dame. Bitte schön. Herr Grindel, ich danke Ihnen sehr herzlich für die offenen Worte. Ich war bei dem Stakeholder-Treffen im DFB dabei für die evangelische Kirche. Ich habe 3 Fragen an Sie. Das eine knüpft an den Video Assist an. Ich habe heute gelesen, dass die DFL sich da jetzt auch einmischen möchte, genauso im Blick auf die Schiedsrichterfrage. Also meine Frage ist nach dem Verhältnis von DFB und DFL. Das ist mir nicht ganz klar. Das Schiedsrichterwesen ist doch offenbar beim DFB. Wie kann die DFL sich da einmischen? Also das ist die eine Fragestellung. Die andere ist natürlich viel komplexer. Sie haben das Freshfield-Thema angesprochen. In meiner Wahrnehmung ist Franz Beckenbauer komplett untergetaucht. Es ist dann auch so, dass mit der Aberkennung, Androhung der Gemeinnützigkeit ja immer noch die Bevölkerung im Unklaren gelassen wird. Wo genau steht eigentlich dieses ganze Untersuchungsverfahren? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Dankeschön. Das ist nicht so einfach. Ich will versuchen, das aber dem Transparenzgebot folgend zu machen. Bei der Frage der Gemeinnützigkeit geht es um Folgendes. Wenn Sie eine Steuerhinterziehung gemacht haben, verlieren Sie die Gemeinnützigkeit. Und der zuständige Finanzstaatsanwalt vertritt die Auffassung, dieses Geld, das wir damals deklariert haben als einen Beitrag zur WM-Gala 2006, ist für diesen Zweck nicht gezahlt worden.
Es ist deshalb zu Unrecht von der sozusagen Steuer abgezogen worden und deswegen haben wir Steuerhinterziehung betrieben und deswegen müssen wir nicht nur nachzahlen, sondern Strafe zahlen und kommen dann auf die Summe, die da aufgerufen worden ist. Richtig ist, dass Geld deklariert worden ist als Beitrag zur WM-Gala und nicht dafür gezahlt worden ist. Aber richtig ist auch, es sind 6,7 Millionen Euro an die FIFA gegangen und die FIFA hat dann aufgrund einer eigenen Verfügung das Geld an Herrn Louis Dreyfus, einen früheren Adidas-Manager, gezahlt, der 2002 das Geld vorgestreckt hatte. Und zwar, davon bin ich auch zutiefst überzeugt, weil der damalige FIFA-Präsident Blatter dem WMOK einen ungewöhnlich hohen Zuschuss, nämlich 250 Millionen Schweizer Franken, für die WM 2006 in Aussicht gestellt hatte. Wenn man sich denn mit der Finanzkommission der FIFA darüber einigt. Und der damalige Vertraute von Herrn Blatter und stellvertretende Vorsitzende der Finanzkommission, ein Katarer namens Bin Hammam, hat verlangt, jawohl, ihr kriegt die 250 Millionen Schweizer Franken, aber dafür brauche ich 10 Millionen Schweizer Franken quasi als Provision. Was er mit dem Geld gemacht hat, ist bis auf einen Teil unklar. Jetzt sagen alle, wenn damit man nicht auch noch irgendwie bestochen worden ist, dass wir die WM gekriegt haben, die 2 Jahre vorher ja vergeben worden ist. Ich sage Ihnen, daran glaube ich nicht. Warum? Weil Sie nicht vergessen dürfen, und das macht die Sache kompliziert, aber wenn Sie schon die Frage stellen, kriegen Sie eine Antwort. Der Blatter war ja nicht für Deutschland. Der Blatter wollte, dass Südafrika 2006 die WM austrägt, weil er bei seiner Wahl 1998 den Afrikanern das versprochen hatte und dafür die Stimmen der Schwarzafrikaner bekommen hat. Und dann kam 2000 die Entscheidung und er konnte nicht liefern. Das heißt, dem hätte also eine solche Aktion überhaupt nicht gepasst. Und das haben natürlich auch alle in Deutschland gewusst. Und insofern muss man schon beknackt gewesen sein, wenn man dann die Rückzahlung von angeblichen Bestechungsgeldern ausgerechnet über die FIFA organisiert. Deswegen glaube ich an diese Geschichte nicht, sondern ich glaube, das war eine Provision an Herrn Bin Hammam, einen Vertrauten von ihm. Und wenn die Einzahlung, die Rückzahlung des Geldes von der FIFA so intensiv begleitet und auch ja am Ende vorgenommen worden ist, dann gehe ich davon aus, dass es im Interesse der FIFA gewesen sein muss oder zumindest derjenigen, die die FIFA geführt haben. Und dann glaube ich auch fest daran, dass die Einzahlung des Geldes auch im Interesse der FIFA gewesen ist, also im Interesse von Herrn Blatter. Ich will jetzt nicht, damit der alte Mann nicht kommt und mich sozusagen verklagt, Ihnen sagen, was ich glaube, was die mit dem Geld gemacht haben. Das Geld ist 2002 zur Verfügung gestellt worden und 2002 war seine Wiederwahl. Das mag alles Zufall sein, aber vielleicht auch nicht. Und insofern glaube ich, dass dort die Wahrheit zu suchen ist. Ich fahre im Dezember nach Katar, guck mal, ob ich da irgendwas erzählt bekomme. Ich glaube zwar nicht daran, aber man soll ja alles ausprobieren. Also mit anderen Worten, wir vertreten die Auffassung, diese 10 Millionen Schweizer Franken mit Zinsen dann 6,7 Millionen Euro waren eine Provision für einen Zuschuss in einer ungewöhnlichen Höhe. Und dann ist es eine Betriebsausgabe. Das heißt, wenn Sie zwar einen falschen Grund für eine Betriebsausgabe angegeben haben, aber der wahre Grund auch abzugsfähig wäre, dann ist es in Ordnung. Und das ist die offene Frage. Und darüber wird gestritten werden, werden möglicherweise am Ende Gerichte entscheiden. Wobei Sie wissen müssen, dadurch, dass es sich um einen geprüften Haushalt, eine geprüfte Bilanz auch handelt, muss liegt die Beweislast bei den Steuerbehörden. Auch das ist nicht ganz unmaßgeblich. Was mit Franz Beckenbauer? Sie hatten nach Franz Beckenbauer gefragt. Ne? Franz Beckenbauer, glaube ich, weiß von den ganzen Dingen nicht alles, sondern ich glaube, dass derjenige, der ganz viel weiß, sein Berater Fedor Rathmann ist. Ich glaube, dass der auch den
Staatsanwälten in der Schweiz noch nicht alles erzählt hat, was er weiß. Ich glaube, dass die Staatsanwälte das aber auch ahnen. Deswegen habe ich da große Zuversicht in die Arbeit der Staatsanwälte, dass vielleicht an der Stelle wir der Wahrheit auch ein bisschen näher kommen. Jetzt muss ich, was war, ja, ja, genau. Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage, Verhältnis DFB-DFL. Wir haben ein total gutes Verhältnis, das ist auch wirklich so. Also, die DFL darf insofern natürlich mitsprechen, weil sie die ganze Veranstaltung zahlt. Die Schiedsrichter, die Organisation des ganzen Schiedsrichterwesens, also alles, was in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga im Schiedsrichterbereich läuft, wird vom DFB gemacht. Aber wie gesagt, das, was die Schiedsrichter an Entschädigung bekommen und eben auch die ganzen Organisationskosten bezahlt die Liga. Aber ich glaube, dass jetzt wirklich nicht die Stunde ist, da in Kompetenzgerangel zu kommen. Ich finde übrigens auch nicht gut, dass so ein bisschen der Eindruck vermittelt wird, wir hätten jetzt in der Qualität der Schiedsrichter sehr nachgelassen. Ich meine, wenn Sie sich mal anschauen, wer hat denn die Champions League-Spiele der letzten Saison gepfiffen? Felix Brüch hat bei den Männern gepfiffen und Bibiana Steinhaus bei den Frauen. Das hat es noch nie gegeben, dass zwei Schiedsrichter aus der gleichen Nation die Endspiele bei der Champions League gepfiffen haben. Das ist auch ein Beleg dafür, dass nach wie vor in der UEFA und auch in der FIFA deutsche Schiedsrichter ein unglaubliches Vertrauen genießen und eine unglaubliche Anerkennung haben. Das heißt, unser Schiedsrichterwesen ist auch jetzt trotz der Kritik der letzten Wochen in keinem etwa beklagenswerten Zustand, sondern es ist eine tiefe Verunsicherung zu spüren gewesen. Die haben wir mit den Entscheidungen von Montag hoffentlich aufgelöst und wir haben jetzt auch organisatorisch einige Maßnahmen ergriffen, um für Klarheit zu sorgen. Und wenn in unseren Abläufen strukturell etwas zu ändern ist, dann werden wir das gemeinsam mit der Liga besprechen. Sie müssen aber sehen, dass ja der ganze Nachwuchs für die Bundesliga aus dem Bereich der A-Junioren-Bundesliga, aus dem Bereich der Regionalligen und der dritten Ligen kommt. Insofern macht es großen Sinn, alles beim DFB zu belassen, weil wir ja auch bei dem Nachwuchs dafür sorgen müssen, dass wir ein unheimlich gutes Beobachterwesen, aber auch ein unheimlich gutes Coaching haben, um eben immer wieder auch gute, leistungsfähige Schiedsrichter dann an die zweite und erste Bundesliga heranzuführen. Und insofern macht es großen Sinn, im Schiedsrichterwesen auf der einen Seite den Amateurbereich und auf der anderen Seite den Elitebereich zusammenzufassen, weil wir nur so auch immer wieder guten Nachwuchs bekommen. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch drei Wortmeldungen, wenn das für Sie einverstanden ist. Wir bewegen uns auf die 90. Minute zu, aber ein bisschen nachspielen dürfen wir. Die Dame dort ungefähr in der Mitte, dann Ismail Tippi und Christian Wagner, bitte. Ja, ich wollte noch mal zurückkommen auf das Fair Play, von dem Sie gesprochen haben, gerade bei der Jugend und bei den Nachkommen. Aber wenn ich jetzt die Bundesligaspiele sehe oder auch Spiele bei der deutschen Mannschaft, Länderspiele, alles, und sehe, wie die Spieler untereinander sich treten, hauen, mit dem Ellenbogen im Gesicht rum reinhauen und so, wie kann dann ein Jugendlicher, wie kann er davon lernen, dass er ein Fair Play spielen soll in seiner Mannschaft? Also das finde ich jetzt, sollte man auch mal das Thema mit den Spielern besprechen, als Vorbild voranzugehen. Ja, also einmal ist ja wichtig, dass wir bei den Kindern anfangen und deswegen ja auch gerade die Fairplay-Liga. Aber was Sie über unsere Nationalspieler sagen, das kann ich wirklich so nicht teilen. Sondern wenn ich an Fairplay denke, dann denke ich zum Beispiel an Belo Horizonte. Das tolle 7:1 gegen Brasilien. Und wie ist es nach dem Schlusspfiff gewesen? Unsere Spieler sind nicht im Triumphgeheul über den Platz gelaufen und haben dann mit den Fans gefeiert, sondern was haben sie gemacht? Sie haben ihre brasilianischen Mitspieler in die Arme genommen, getröstet. Und wir haben, das ist wirklich wahr, eine derartige Zustimmung zu unserer Nationalmannschaft nach diesem Spiel gehabt, wie wir sie kaum erwarten konnten. Beim
Finale waren alle Brasilianer für uns. Okay, auch ein klein bisschen, weil es gegen Argentinien ging, das ist so. Aber, ja, natürlich, ich war dabei, ist alles gut. Aber dieses Bild, im Grunde genommen respektvoll mit dem Gegner dort umzugehen, das unterschätzen Sie nicht. Solche Bilder gehen um die Welt, die prägen und die prägen natürlich auch die Art und Weise, wie unsere jungen Spieler unsere Nationalmannschaft wahrnimmt. Also ich kann nicht sagen, dass mir in den letzten Jahren, wo ich mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen bin, das muss ich wirklich mal so sagen, ich Anlass gehabt hätte, mich über das Verhalten auf oder gar neben dem Platz zu beschweren. Wenn Sie sich mal an früher so zurückerinnern, Stinkefinger, Suppenkasper, was es da alles gab. Also ich finde, dass Sie sehen müssen, ich meine das übrigens jetzt ganz ernst, die Spieler kommen ja jetzt schon in aller Regel mit 15, 16 Jahren in die sogenannten Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten. Und das sind nicht nur Einrichtungen zur Leistungsförderung auf dem Platz, sondern dort wird auch ganz viel mit den jungen Menschen neben dem Platz gearbeitet. An der Frage vernünftige Schulausbildung, aber auch zum Beispiel an der Frage des von Ihnen angesprochenen sozialen Verhaltens. Ich meine, wenn Sie sich mal überlegen und auch auf Ihre eigenen Kinder schauen, da ist ein hochdramatisches Spiel, 90 Minuten, möglicherweise auch mit nicht einem so schönen Ausgang für eine Mannschaft. Und dann kommt da ein 18-, 19-Jähriger sofort nach dem Spiel, noch voller Adrenalin, und wird dann von Reportern interviewt. Und wenn Sie sich überlegen, wie die heutzutage schon antworten, wie die zum Teil unmittelbar nach dem Spiel relativ nüchtern die Situation ihres eigenen Spiels, ihrer Mannschaft, der Situation im Stadion analysieren. Das sind schon völlig andere Verhältnisse als früher. Ich nehme unsere Spieler, und ich erlebe sie ja wirklich auch im Privaten, als ausgesprochen vernünftig, als ausgesprochen diszipliniert, als ausgesprochen konzentriert und auf die Dinge, die wichtig sind, fokussiert an. Wissen Sie, ein früherer Nationalspieler hat mir mal gesagt, also wir haben zum Teil abends so lange gemacht, wenn wir am frühen Morgen nach Hause kamen, sind wir schon mit Horst Rubisch zusammengestoßen, der ging dann zum Angeln. Eigentlich haben wir nie gleichzeitig im Hotel übernachtet. Irgendeiner war immer weg. Entweder weil er noch unterwegs war oder schon unterwegs war. Das ist bei unseren Spielern wirklich nicht so. Ich bin ganz sicher, wenn wir morgen in London alle und vor einem Freundschaftsspiel sind und da steht dann um 11 Uhr Nachtruhe, dann ist da Nachtruhe. Ja, das ist also heutzutage so. Sonst könnten Sie übrigens diese Leistung auf so hohem Niveau auch gar nicht erbringen. Also insofern finde ich wirklich, dass das, was dort auch gerade in den von mir angesprochenen Leistungszentren der Bundesligisten gemacht wird, aller Ehren wert. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, manches, was so die Trainer vor der Bank auch gegenüber Schiedsrichtern zum Beispiel veranstalten, ist nicht so schön. Da hätte ich Ihnen recht gegeben, und das wissen die auch und versuchen das auch zu reflektieren. Da helfen wir aber auch. Wir haben immer noch im deutschen Fußball, Gott sei Dank, auf allen Ebenen genug Schiedsrichter. Wir haben aber ein Problem. Es machen jährlich genügend ihren Schein. Die Hälfte hört aber nach spätestens einem Jahr wieder auf, weil sie total negative Erfahrungen gemacht haben, die Lust verloren haben. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem wir ganz intensiv arbeiten, indem wir jetzt in vielen Fällen jüngeren Schiedsrichtern Paten im ersten Jahr zur Seite stellen, ältere Schiedsrichter, die mit ihnen rausgehen, um eben Konfliktsituationen, sei es durch eine unglückliche Spielleitung, sei es eben in der Tat durch Druck von außen, Eltern, Trainer, Zuschauer, besser verarbeiten zu können. Und wir haben da auch in Einzelfällen schon ganz schöne Erfolge, weil wir wissen, wenn ein Schiedsrichter ein Jahr an der Pfeife ist, dann bleibt er auch dran und pfeift zum Teil sehr, sehr lange. Aber dieses erste Jahr müssen wir überstehen. Aber auch da, wie gesagt, versuchen wir dafür zu sorgen, dass es anständig zugeht. Ja, vielen Dank. Die letzten beiden Wortmeldungen, Ismail Tippi, Christian Wagner. Horst Klee, war das noch eine Wortmeldung oder nur ein Einwurf? Ja, dann hat der Alterspräsident des Hessischen Landtags das letzte Wort nachher. Vielen Dank. Ismail, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr DFB-Präsident, lieber Herr Dr. Grindel, Sie haben in Ihrem Vortrag das Thema Integration mehrfach angesprochen. Dazu vielleicht zwei und eine letzte persönliche Frage, drei Fragen. Der erste, welche Bestrebungen und aber auch Projekte hat die DFB in Zukunft für die Integration, weil, wie Sie es gesagt haben, Fußball, Sport überhaupt der Integrationsmotoren sind? Zweite Frage ist, wie stehen Sie persönlich dazu für den Verein in der Amateurligen wie mit Migrationsnamen, türkische Türkspor, FC Kroatia? Sehen Sie hier mehr integrationsfördernd oder Integrationshemmnisse? Eine letzte Frage vielleicht noch, die mich persönlich interessiert. Wie sehen Sie die Zukunft der Frauenfußball in Deutschland? Also, was wir einmal jetzt ja intensiv uns vorgenommen haben, ist die Integration von Flüchtlingen und ihren Kindern. Sie wissen, dass wir eine Aktion 1:0 für ein Willkommen durchgeführt haben. Mittlerweile über 3.500 Vereine, die wir schlicht und ergreifend unterstützt haben mit einem gewissen Geldbetrag. Wenn Sie ein bisschen mehr gemacht haben als üblich, also nicht nur, was auch schon schön ist, Kindern und Jugendlichen einen Platz eingeräumt haben, im Verein mitzumachen, Schuhe gestellt haben, Trikots gestellt haben, sondern insbesondere auch, was viele auch machen, Hilfen bei Behördengängen, zum Beispiel, wenn sie noch nicht so des Deutschen natürlich mächtig sind, ihnen dort ein Vereinsmitglied zur Seite stellen oder auch mittlerweile eine ganze Reihe von Vereinen so kleine Sprachkurse in ihrem Vereinsheim organisieren und dort auch ganz praktische Integrationsarbeit leisten. Die werden mittlerweile von uns intensiv unterstützt. Dann gibt es immer wieder punktuelle Aktionen. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass wir sehr intensiv versuchen, Mädchen mit Migrationshintergrund, gerade muslimische Mädchen, in den Fußball zu integrieren. Und das ist nicht immer ganz leicht. Die Eltern, insbesondere die Väter, sie werden das wissen, davon zu überzeugen. Wir haben mehrere Modellprojekte, in denen in Ganztagsschulen nachmittags in der Arbeitsgemeinschaft Fußball gespielt wird und wir gezielt dort Arbeitsgemeinschaften für muslimische Mädchen unterstützen, und zwar, wenn es irgend geht, auch mit Trainern mit muslimischem Hintergrund, weil wir wissen, dass dann, und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg in den Vereinen, wenn die Eltern wissen, dort sind eben auch Trainer, Betreuer, vielleicht sogar mal ein Vorstandsmitglied, das den kulturellen Hintergrund unserer Familie teilt, dann eher das Vertrauen haben, ihr Kind auch in diesen Sportverein gehen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Das versuchen wir auch mit großer Intensität, eben Ehrenamtliche zu finden mit Migrationshintergrund, weil das auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist. Ja, Sie haben angesprochen, die Vereine, die ja monoethnisch sozusagen Spieler haben. Also mittlerweile ist es so, dass es viele Türkspor gibt, da spielen unterschiedliche Nationen, da spielen unterschiedliche Religionen. Dafür gibt es auch den einen oder anderen Verein, der klingt deutsch, aber das sind dann wiederum nur meinetwegen auch Aussiedler. Sowas haben wir auch manchmal das Problem, dass da auch dann es etwas Schwierigkeiten gibt. Sie haben völlig recht, Integration heißt für uns, dass wir nicht möchten, dass dort eben auch, ich sag mal, in Parallelwelten Fußball gespielt wird und dann auch Konflikte, die sich daraus ergeben, auf den Fußballplatz getragen werden. Völlig klar. Wir können es aber auch nach der Rechtslage nicht verbieten, wir können nur Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben in jedem Kreisverband mittlerweile Beauftragte, die sich um Integrationsfragen kümmern, die dann auch eingreifen, wenn wir vor Ort besondere Probleme haben. Und das ist, glaube ich, der Weg. Deswegen kämpfen wir auch sehr dafür, dass zum Beispiel auch in diesen Fällen, wo dann die Flüchtlinge kommen, jetzt nicht Flüchtlingsmannschaften, also was weiß ich, die dritte C-Jugend nur mit Flüchtlingsmannschaften gebildet wird, sondern dass eben die auch aufgeteilt werden, möglichst nach Leistungsgesichtspunkten natürlich auch auf alle anderen Mannschaften. Also, Sie haben völlig recht, die Mischung muss es bringen, die Vielfalt unserer Gesellschaft muss sich am besten auch in den Mannschaften widerspiegeln und wir versuchen, so gut wir es können, von außen darauf auch Wert zu legen. Frauenfußball, man muss ganz klar sagen, die anderen Länder holen erheblich auf.
den Vorsprung, den wir einmal gehabt haben, den haben wir verloren. Es ist so, dass wir auch spüren, dass die reinen Fußballmannschaften, wie eben der erste FFC, es nicht so einfach mehr haben, wie früher das der Fall war, sondern dass wir schon spüren, dass auch in der Ansprache der Sponsoren Bundesliga-Vereine sich leichter tun, dass auch was die Organisation des Spielbetriebs, auch die ein oder andere Frage der Trainingslehre dort dann auch sich bemerkbar macht. Sie haben vielleicht verfolgt, dass der SC Freiburg überraschend gut in die Saison gestartet ist und also in der Bundesliga jetzt neben Wolfsburg und Bayern München da eine doch beachtliche Rolle spielt. Und für uns ist ganz entscheidend, dass wir im Mädchenfußball auf der einen Seite zwar auch gezielt einzelne Mädchenstützpunkte haben, in denen wir speziell auch in frühen Jahren die Mädchen fördern, auf der anderen Seite aber durchaus auch zulassen und unterstützen, dass die Mädchen lange mit Jungs in einer Mannschaft spielen, weil sie dann schon auch von ihrer sowohl Kraft als auch von ihrem technischen Spielvermögen ein ganz anderes Niveau erreichen, als jedenfalls in aller Regel es ist, wenn nur reine Mädchenmannschaften gegeneinander spielen. Es gibt auch Ausnahmen, insbesondere dann, wenn sie in den Leistungsbereich kommen, also Landesliga oder auch Verbandsliga. Da sind natürlich dann auch die reinen Mädchenmannschaften mit hoher Qualität unterwegs. Aber wir müssen in dem Bereich, was eben die Nachwuchsarbeit angeht, noch wieder intensiver arbeiten, weil wir da sonst Gefahr laufen, doch das eine oder andere, was früher eben uns besonders stark gemacht hat, zu verlieren. Aber ich bin auch ganz sicher, dass jetzt in Richtung der nächsten Spiele, was unsere Frauenmannschaft angeht, wir doch wieder auch ganz erfolgreich sein werden. Christian Wagner, bitte. Herr Grindel, mich hat sehr beeindruckt Ihr nachdrückliches Werben, Ihr auch sehr glaubhaft vorgetragenes Werben für Transparenz. Ich bin selbst der Überzeugung, dass die Praxis von Transparenz einen Verband nicht schwächt, sondern stärkt. Ich habe nur die Frage, sind Sie mit dieser Überzeugung, die ich voll und ganz teile, mehrheitsfähig in den internationalen Fußballverbänden? In der UEFA ja, in der FIFA nein. Das ist so. In der UEFA haben wir einen Stand erreicht. Ich hoffe nicht, dass ich nach unserer Euro-Bewerbung da noch anders drüber denke, aber bin voller Zuversicht. Also da ist meines Erachtens schon, auch nach den Erfahrungen natürlich der Amtszeit von Michel Platini, ganz klar, dass man so nicht weitermachen kann. Und Sie merken es alleine daran, dass wir zum Beispiel viel offenere Diskussionen führen, dass alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA regelmäßig eingeladen werden zu Treffen, wo Ideen diskutiert werden, wie wir den einen oder anderen Wettbewerb weiterentwickeln, wie wir zum Beispiel jetzt auch mit so einem Thema wie Video Assist Referee umgehen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert, auch von unserem neuen Präsidenten Alexander Jeverin, bei dem man ja immer gesagt hat, nach Slowene und wird auch von Russen unterstützt, was kann da denn kommen? Nein, der ist, was diese Themen angeht, total sauber, treibt ja auch das Thema Financial Fair Play voran. Bei Gianni Infantino werden Sie viele Europäer treffen, die sagen, das hatten wir uns eigentlich anders erwartet. Herr Infantino ist sehr stark auf seine Wiederwahl bedacht und es ist eben so, dass zweifelsohne in der einen oder anderen Region der Welt wir, was die Gedanken von Compliance und Good Governance angeht, noch nicht dieselbe Sichtweise sozusagen erreicht haben. Ich setze auf eines. Ich setze auf die Sponsoren. Ich setze auf die TV-Anstalten. Ich weiß aus Gesprächen mit Kaspar Rohrstedt, dass er in diesen Fragen eine ganz klare Haltung hat. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wenn nicht doch fundamental sich etwas verändert in der FIFA, Adidas gemeinsam mit Coca-Cola, auch mit anderen großen Sponsoren,
ihr Engagement auf den Prüfstand stellen werden und sagen werden, das erwarten wir schon, dass hier auch wirklich ein Umdenken stattfindet. Und das könnte ein Punkt sein, wo man auch dann Kollegen aus anderen Regionen sagen kann, also die Handlungsfähigkeit der FIFA, die Frage, wie viel Finanzmöglichkeiten haben wir zum Beispiel für Entwicklungsprogramme? Es ist ja so, dass Sie sehen müssen, der Haushalt des DFB lebt von den Zuwendungen der internationalen Organisationen vielleicht zu 2%. In anderen Verbänden sind es nahezu 100%. Also die Frage, wie stark kann in die Fußballentwicklung in Entwicklungsländern die FIFA investieren, nämlich nur dann, wenn sie erfolgreich ist, bei TV-Rechten und bei Sponsoring, die hängt damit zusammen, ob wir unsere Sponsoren halten können. Und ich versuche meinen Kollegen das immer deutlich zu machen, dass es schon darauf ankommt, dass wir uns da total sauber aufstellen, weil es sonst auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der FIFA durchschlägt. Und das ist ein Argument, bei dem ich doch merke, dass es fruchtet und gar keine Frage, die FBI-Untersuchung, diese Erfahrung, dass man auch da zur Rechenschaft gezogen werden kann. Auch das hat nachhaltig gewirkt, das ist gar keine Frage. Es sind jetzt ja doch eine Vielzahl von personellen Veränderungen im FIFA-Rat vorgenommen worden dadurch. Und meine Wahrnehmung ist, dass das auch generalpräventiv wirkt und dass sicherlich, mag da auch noch Ausnahmen geben, aber in der Mehrheit auch das dazu beigetragen hat, dass solchen Gedanken, dass wir uns ändern müssen, man offener gegenübersteht. Aber es ist ja nicht nur eine Frage der Good Governance, Herr Wagner, sondern es kommt auch zu Themen, jetzt meine Güte, brauchen wir das jetzt eine Club-WM mit 24 Mannschaften, 18 Tage im Juni, nur damit an der Stelle nochmal wieder Geld verdient wird. Ich glaube, wir brauchen so einen Wettbewerb nicht. Ich glaube, dass sich die FIFA wirklich auf die Durchführung der Weltmeisterschaften bei den Frauen und bei den Männern und den Junioren konzentrieren sollte, dass wenn wir dort mit erfolgreichen Wettbewerben arbeiten, wir auch schon das an Finanzen generieren werden, was wir brauchen. Also an der Stelle ist zum Beispiel auch halt so ein bisschen erkennbar, ne, dass über solchen Clubwettbewerb dann eben auch Clubs in Afrika und in Südamerika und im arabischen Raum unterstützt werden sollen. Und dann fragen Sie sich natürlich, welchen sportlichen Wert hat das? Denkt da jemand wirklich daran, dass das sportliche Gepräge eines solchen Wettbewerbs gut ist? Oder denkt er daran, dass er damit auch ein paar Leute glücklich macht, die ihm vielleicht dann in Dankbarkeit verbunden sind? Und an der Stelle müssen wir noch ein bisschen besser. Vielen Dank, Horst Klee, bitte. Ja, jetzt haben wir heute Abend uns weitgehend damit befasst, mit dem Stellenwert des Fußballs des DFB international. Wir haben uns mit der ersten, zweiten und dritten Bundesliga befasst und Sie haben in einer Bemerkung gesagt, dass es ja mehr gibt als den bezahlten Fußball, sondern außer den 18 Spielen der ersten und zweiten Liga auch einige tausend Spiele am Wochenende. Meine Sorge ist als Vorsitzender eines Amateurvereins, dass die Totalvermarktung des Fußballs medial im Prinzip von Sonntag bis Samstag, denn es gibt ja kaum einen fußballfreien Tag im Fernsehen. Inzwischen ist es ja so, dass die dritten Programme auch die dritte Liga vermarkten und dass ein Amateurverein eigentlich überhaupt keine Zeit mehr findet, wo er seine Spiele machen kann, wo nicht gleichzeitig im Fernsehen direkt Fußball übertragen wird. Und das führt dazu, dass natürlich, ist über Integration gesprochen worden, die Integrationsarbeit findet ja in weiten Bereichen im Amateurbereich statt. Bei Eintracht Frankfurt ist er auch gelungen, gegen Augsburg hat außer dem Herrn Boateng kein deutscher Spieler gespielt und in dem letzten Spiel waren immerhin die Herrn Wolf und Stendera dabei. Ich will sagen, dass der Amateurbereich durch diese Totalvermarktung natürlich zuschauermäßig die Leute alle kennt, die da kommen und dass in unserem Etat die Gesamteinnahmen der Sportplatzeinnahmen nicht dazu ausreicht, um den Verein einen Monat voll zu finanzieren.
Das heißt im Klartext, wir bekommen viel mehr Unterstützung dadurch, dass wir 360 Jugendliche beschäftigen. 80% der Kinder haben mindestens einen Elternteil mit ausländischer Herkunft. Und mit diesem Programm wir auch Unterstützer finden, die sagen, jawohl, das ist eine gesellschaftspolitische und sozialpolitische, integrationspolitische Leistung, die sind wir bereit zu unterstützen. Aber diesen Vorzug haben eben nicht viele Vereine, weil wir sind ein Stadtverein hier in Biebrich, bei dem mal der Jürgen Grabowski angefangen hat zu spielen. Ich habe die Befürchtung, dass die DFL und die Bundesligisten, also ich würde denen auf jeden Fall mal alle das Märchen von der Raupe Nimmersatt schenken, weil ich habe immer den Eindruck, die können nicht genug Finanzmittel bekommen. Es wird immer noch mehr verlangt und immer noch mehr verlangt. Und ich will mir noch eine Bemerkung zu den Spielervermittlern sagen. Inzwischen ist es so, dass bereits im Jugendamateurbereich dort Scouts unterwegs sind und in diesem Bereich schon in die Leistungszentren Spieler holen, die dann im kommenden Jahr beim Sichtungstraining körperlich nicht mitgekommen sind und wieder aussortiert werden. Und von denen gehen uns viele verloren, weil deren Schamgefühl so ausgeprägt ist, dass sie nicht mehr zurückkommen in die Vereine, weil sie einfach Angst haben, sie werden von den anderen gehänselt. Also es gibt eine Reihe von mehr Problemen im Fußball als das, was sich in der Spitze abspielt. Ja. Ich will vielleicht nur kurz sagen, das war eine ganze Reihe von wichtigen Aspekten. Ich glaube, es wäre abendfüllend und eine nächste Veranstaltung, wenn auf alle eingegangen wird. Vielleicht nehmen Sie ein, zwei Punkte mal heraus. Also ich bin ja auch bei einem Landesligisten aktiv in Niedersachsen. Es ist, was die Frage des Zurückkommens aus den Nachwuchsleistungszentren angeht, kann man so und so sehen. Man kann es auch so sehen, dass eine ganze Reihe von Spielern damit auch eine Wertschätzung erfahren und schon auf relativ hohem Niveau dann spielen, nicht nur im Junioren-, sondern auch im Seniorenbereich. Und vor allen Dingen, weil Sie ja sagen, die Angebote im Fernsehen sind so stark, wir mittlerweile in der Regionalliga, dadurch, dass dort viele spielen, die es eben in den Nachwuchsleistungszentren nicht geschafft haben, aber sehr gut ausgebildet worden sind, haben wir im Regionalliga-Fußball ein Niveau, das sich total von dem unterscheidet, wie es vor 15 oder 20 Jahren war und damit auch zum Teil zumindest eine wirklich gute Akzeptanz auch beim Zuschauer. Ich will jetzt Sie nicht fragen, ob Hand aufs Herz die Zuschauerzahlen vor 10 oder 15 Jahren andere waren. Ich habe mal mir den Spaß gemacht, bei Fußball.de können Sie ja sehr weit zurückschauen und gucken, wie haben sich die Zuschauerzahlen entwickelt. Ich kann Ihnen sagen, es gibt diese Entwicklung, dass man sagen kann, seitdem zum Beispiel es das Sonntagsspiel gibt oder so, seien da reihenweise die Zuschauerzahlen weggebrochen. Das können Sie empirisch nicht belegen. Es mag in manchen Fällen so sein, es spielt manchmal sogar eine viel größere Rolle, gar nicht, dass die Zuschauer nicht kommen, sondern dass meinetwegen bei einer dritten Herrenmannschaft einige aus der Mannschaft eine Dauerkarte beim Bundesligisten haben und deswegen lieber Fußball gucken gehen, als in ihrer Mannschaft selbst aktiv zu spielen. Das ist manchmal ein Problem. Aber die Erfahrung, die ich mache, wenn rund um den Platz, insofern ist vielleicht der Punkt, dass diese Erwartung, dass irgendwas passiert, also eher so die Eventisierung des Fußballs, dass wenn rund um den Platz was passiert, wenn sie ein bisschen was zu essen und zu trinken kriegen, wenn da ein paar Spielmöglichkeiten für die Kinder sind, wenn sie hinterher im Clubheim dann eben auf Sky gucken können, wenn da was passiert, dann haben sie zum Teil beachtliche Zuschauerzahlen. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen, ich war vor einiger Zeit beim TSV Buchbach, Regionalliga Bayern. Die machen das so, dass sie einen Ochsen am Spieß braten in den gesamten 90 Minuten und nach dem Spiel in einer großen Halle, wo im Winter Eisstockschießen gemacht wird, sitzen 300-400 Leute und verspeisen den. Das ist Kult. Die haben stabil, können Sie gucken, beachtliche Zuschauerzahlen in der Regionalliga Bayern. Nicht lachen. Also ich will auch nicht von dem Kreisligaspiel erzählen, wo Tim Wiese ein Spiel im Tor war, da waren auch 2000. Also wenn was passiert, kommen die Leute auch zum Amateurfußball. Es muss nur etwas passieren. Wo ich viel stärker die Gefahr sehe, ist
in dem Bereich, dass wir gegen E-Sport, gegen digitale Medienangebote bestehen müssen. Und das ist für mich sozusagen, und das hat, wie gesagt, mit Spielansetzungen und so etwas gar nichts zu tun, die Gefahr sehe ich eher, dass immer mehr versucht wird, in diese Bereiche zu gehen und dort uns dann vielleicht auch der eine oder andere verloren geht. Ich kann nur sagen, wenn Sie sich die Spieltagsansetzung anschauen, wir haben 5 verschiedene in der Bundesliga, bei der Serie A, bei der La Liga, bei der Premier League und erst, wie gesagt, recht in Spanien haben wir bis zu 10 verschiedene Anstoßzeiten. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, fairerweise muss ich das für die Kollegen aus der Bundesliga sagen, hier sei schon alles ausgepresst worden. Im gesamten neuen Medienzyklus für 5 Jahre sind nur wegen der Europa League an 10 von 306 Spielen die Chance geöffnet worden, eben am Sonntag um 13.30 Uhr zu spielen. Und ich glaube, wenn Freiburg gegen Hoffenheim spielt, kratzt das bei uns im Norden niemanden. Was ich wahrnehme, ist, dass der Freitagabend immer stärker im Amateurbereich genutzt wird, und zwar auch mit beachtlichen Erfolgen, weil nämlich viele das schön finden, bevor sie dann, also auch gerade Jüngere, sonstigen Freizeitgestaltungen nachgehen, ich hätte fast gesagt, ein bisschen vorglühen auf dem Fußballplatz, aber nein, dann auch das Wochenende frei ist, entweder selber um Fußball zu gucken oder sich der Familie zu widmen. Ich glaube, dass im Amateurfußball ein bisschen mehr die Flexibilität auch Platz greifen muss, dass man bereit ist, nicht nur klassisch Sonntag 15 Uhr zu spielen, sondern eben auch mal, wenn natürlich die Sportanlage, Stichwort auch Flutlicht, es hergeben, dann auf den Freitag mal zu gehen. Also man muss sich das sicherlich auf jeden Verein bezogen selber anschauen, aber mein Eindruck ist, dass wir an der Stelle wesentlich besser dastehen, als es gemeinhin so gesagt wird. Und in einem Punkt haben Sie eben sehr recht, wir haben immer noch eine unheimlich tolle ehrenamtliche Basis. Und die zu hegen und zu pflegen, das ist natürlich auch unser Auftrag. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ich finde, Sie haben keine Antwort ausgelassen, jedenfalls in dem möglichen zeitlichen Rahmen wirklich nichts ausgelassen. Und hin und wieder hat man gemerkt, dass Sie sehr abwägen, wie Sie formulieren, weil auch einige brisante Themen angesprochen worden sind für die Offenheit und all das. Und dass Sie heute Abend Zeit für uns hatten, ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns, dass es ein Leistungszentrum in Frankfurt geben wird. Da sind wir, Gott sei Dank, wir haben uns eben kurz natürlich auch darüber unterhalten, einen großen Schritt weiter. Und dieses Leistungszentrum auf den Ruf haben wird, dass das Jugendarbeit im weitesten Sinne des Wortes ist und keine elitäre Veranstaltung ist für einige wenige. Das ist für uns in Hessen ganz wichtig, weil wir glauben, dass wir ein Sportland sind und wir freuen uns auch, dass der DFB weiter mit seiner Zentrale die Zukunft in Frankfurt oder in Hessen haben wird. Herzlichen Dank dafür und eine persönliche Bemerkung will ich noch machen. Ich finde, das ist nicht nur sehr professionell, wie Sie das vortragen, sondern eben an der Stelle, als eine Zuschauerin oder Zuhörerin die Frage nach dem Verhalten der Fußballer gestellt hat, übrigens, ich teile schon auch, dass es da manchmal sicherlich auch Fehlverhalten gibt, haben Sie sehr viel Empathie für diese Jungen, auch diese Millionäre in kurzen Hosen, wie man sie manchmal ein bisschen auch negativ beschreibt, gezeigt. Ich finde, ein bisschen menschlich darf es denn schon auch sein. Und wenn es denn mal ein bisschen ruppiger wird oder manchmal die ein oder andere Verhaltensweise oder Bemerkung nicht ganz so geschliffen daherkommt wie bei einem Profi, der jeden Tag im Bundestag trainieren konnte, dann finde ich, muss man damit auch leben. Ich fand das sehr sympathisch, weil Sie diese Empathie auch an anderer Stelle für den Fußball zeigen. Herzlichen Dank für einen spannenden Abend und jetzt treffen wir uns beim kleinen Imbiss. Applaus